Moin zusammen, willkommen zur nächsten Vorlesung Softwarequalität. Wir haben uns letztes Mal damit beschäftigt, wie man Klassen bearbeiten kann oder Klassen testen kann, wenn andere Klassen fehlen. Wir haben Mox geschrieben für Klassen, die fehlen und konnten da eben Eigenschaften davon spezifizieren. Ein Spezialthema, davon möchte ich noch am Anfang hier behandeln, bevor wir uns dann ja, etwas allgemeineren Themen beschäftigen, damit beschäftigen, wie man dort eben sinnvoll testen kann. Da werden wir uns mehrere Themengebiete da ansehen. Ähm, das Thema, um das es jetzt geht, ist einfach die Konsole. Konsole ist typischerweise das Basiselement, auf dem man irgendwelche Ausgaben machen kann. Das heißt jedes einfache Programm oder jedes Programm, was ein bisschen koordiniert ist, wird irgendwas über eine Konsole ausgeben und da wird man auch teilweise Sachen darüber eingeben können. sei es, dass man nur Parameter eingibt oder dass man da auch wirklich dann noch um, insgesamt um, interaktiv mit eingreifen kann mit einem Dialog. Ähm, diese Programme will man natürlich auch erstens testen können. und zweitens will man auch die Ein und Ausgaben von außen irgendwie steuern können durch andere Werkzeuge das wird zum beispiel benutzt, um werkzeuge zu verknüpfen. wenn die auf der reinen softwareebene nicht verknüpfbar sind, kann es sein, dass man den output der, des einen programms umleitet und zum input eines anderen programms macht. Das kann man auch machen, dass man zum Beispiel Sachen, zum Beispiel Ausgaben in Dateien umleitet oder auch Dateien nimmt und daraus äh, die nimmt als Eingaben für Programme. All solche Sachen sind möglich. Ähm, wenn man das für Java machen möchte, muss man sich natürlich dann mit den sogenannten Print Streams beschäftigen, weil da gibt es ja System Out, gibt es dann und System -R für Error, die beiden Ausgabemöglichkeiten. Da stecken natürlich auch ganz brave Klassen hinter. Das heißt im Klartext, man kann auch hierfür überlegen, Mocks zu schreiben. Mox zum Beispiel auch, wo man dann existierende Methoden umleiten kann, zum Beispiel, um die Sachen in irgendwelche Dateien reinzuschreiben. Da gibt es sicherlich verschiedene Möglichkeiten dazu, die man da nutzen kann. Das kann man auch mit Mockito machen. Ich werde Ihnen ganz kurz darauf eingehen, aber ich möchte dann auch noch so eine kleine Variante zeigen, wie man es machen kann mit einem anderen Werkzeug, weil ich das generell sehr hilfreich finde für eventuell die Integration von Werkzeugen. Ja, gucken wir uns das mal an. Also, was könnte man machen? Man könnte ganz einfach hingehen, den Print Stream nehmen und dafür einen Mock draufkleben. Dann könnte man ganz normal sagen, wir machen einen Mock und der würde dann eben ein Objekt liefern, was zum, zur Klasse Print Stream passt. Also ein Objekt, was da ist. Und dieses können wir mit Set Out ganz einfach bei der Klasse System anmelden. Das heißt, das sind ganz normale Stream-Objekte, mit denen man arbeiten kann und man kann so einen Mock injizieren und den nutzen. Ja, und dann kann man eben sagen, dass man zu testen das Programm starten möchte. Das hat ja typischerweise eine Main-Methode, dann können wir dem ein bisschen eine String-Array übergeben. Hier zum Beispiel einfach mal einen leeren String-Array oder Parameter, die man übergeben möchte. Aber so kann ich eben praktisch jede Klasse, die eine Main-Methode zum Starten hat, auch zum Starten bringen. Dann lasse ich das Programm laufen. Das muss natürlich dann terminieren. Wenn es nicht terminiert, wäre es nicht so lustig. Und wenn dieses Programm terminiert ist und nicht die virtuelle Maschine abgeschossen hat beim Terminieren, ähm, gibt es auch Programme, die sowas machen. Wenn es dann eben ganz normal terminiert, ja, dann kann ich eben hingehen und eben mein Printstream angucken und den analysieren. Also dann kann ich einfach mal gucken, ähm, wie das aussieht, ob dann der Output wirklich das ist, was ich erwartet habe, was bei der Printline-Methode dann steht, dass irgendwie ein erster Text ausgegeben wurde. Das ist das, was jetzt hier so gemacht wird. Hier so ein kleiner Link, wer sich auf diese Beschreibung beziehen möchte, weil die Erklärung fand ich sehr gut und die habe ich hier. Ja, einiges davon hier wieder benutzt in der Sache. Ein anderes System, mit dem man noch flexibler mit der Konsole programmieren kann, also insbesondere mit dem Input und Output Stream spielen kann, ist das System hier das heißt System Lambda. Davon gab es auch noch, das ist die Version für JUnit 5. Es gab auch noch extra Vorgänger dafür, der für JUnit 4 geschrieben wurde. Sie sehen hier wieder im Wesentlichen im Kern eine Person, die dafür verantwortlich ist. Aber das hat man in diesem Bereich bei den Werkzeugen sehr häufig. Ja. Und wo kann man eigentlich Konsolen irgendwie auch einsetzen? Richtig, typischerweise gerne so im ersten Semester. Also da kann man dann irgendwie sagen, Schreibt man ein Programm, was folgendes ausgibt. Oder man kann auch dann irgendwann anfangen, interaktiv Dialoge zu schreiben mit Eingaben und Ausgaben. Und das ist recht schön. Und sowas wäre natürlich schön, wenn man das testen könnte. Also für Studierende oder einfach für Dozenten, die sagen oder Dozierende, die einfach sagen, gib mal ab. Dann schmeißt man das Programm irgendwie in Testwerkzeug rein, hängt eine E-Mail dahinter und sagt, zack, wir haben das alles geprüft. Die Versionen oder Visionen gibt es. Die kann man aber in vielen Teilbereichen nicht machen deswegen. Aber trotzdem, die Idee ist schon mal ganz gut. Gucken wir uns das an mit einem konkreten Beispiel. Also das Beispiel ist Programmierer eine Einkaufsliste oder Einkaufsliste, egal, zu der neue Elemente hinzugefügt und die ausgegeben werden kann. Also ein sehr minimales Programm, um eine Array-List kennenzulernen. Absolutes erstes Semester, das da genutzt wird. Ja, wir werden dieses Programm uns ansehen und hier steht schon als drin, erster Ansatz, schwer testbare Lösung. Generell ist die Lösung eigentlich okay. Allerdings äh, ja, kann man da noch ein bisschen kritischer dann drauf gucken, sehen, dass sie nicht sehr strukturiert ist. Und sie hat ein Problem eben für die Testbarkeit. Und wir wissen, Programme sollen ja für die Testbarkeit entwickelt werden. Sehen wir uns das erstmal an. Wir haben eine Klasse Dialog, also alles in einer Klasse wird, wird jetzt drin passieren. Eine Objektvariable zur Informationssammlung, die heißt Einkäufe, die New Area List, vom Typ String. Wir haben eine Hilfsmethode, mit der wir Sachen von der Tastatur einlesen können. Da gibt es auch Varianten nebenbei, die man nutzen kann. Ich habe hier einfach mal die, die Klasse Scanner genutzt. Die Klasse Scanner eben ist dafür da, die man einen Stream übergeben kann, also einen Datenstream, nicht das, was wir sonst gelernt haben mit dem Stream, was wir schon gemacht haben bei den Lambda-Ausdrücken, einen Datenstream geben kann und dann kann man das bearbeiten. Und dann kann man eben sagen, dieses String hier, systemin.nextline, ermöglicht einem, einen beliebigen Text einzugeben. Ja, und solange bis next line also einfach zum Beispiel die Return Taste gedrückt wird ja und dann wird mit Return eben hier das eingelesene ausgegeben so ist die Grundidee wenn eine Exception geworfen werden sollte es Probleme gibt wird die Exception gefangen ja und es wird einfach ein leerer String zurückgegeben also kann nicht passieren, dass es keinen String gibt, der zurückkommt. Das ist eine Designentscheidung, die hier drin steckt. Und hier als Hilfsmittel dazu eben noch eine Methode leseInt. Die nutzt einfach leseString, das ist die Methode von hier oben, nimmt den String und verwandelt den dann eben mit integer.decode in einen Integer-Wert. Und aus dem kann man mit int value den eigentlichen Wert rauslesen und der wird dann zurückgegeben und falls es hier beim dekodieren eine number format exception gibt jemand Buchstaben eingetippt wird auch wieder kein illegales ergebnis sondern eine null das heißt eine falsche null kann man von dem text x nicht unterscheiden das ist eine designentscheidung die man treffen kann im ersten Semester ist man immer erstmal überhaupt froh, wenn man was zum Laufen bekommt. Die beiden Methoden würden eh zur Verfügung gestellt werden. Okay, dann gucken wir uns das eigentliche Programm an, was wir testen wollen. Sehen wir uns das an. Also wir haben einen Start, Eingabe gleich minus 1. Okay, wir haben eine kopfgesteuerte Schleife, weil eben solange die Eingabe ungleich 0 ist, deswegen hier auf minus 1, wird etwas ausgegeben. 0, ich kann das Programm beenden. 1, ich kann einen neuen Eintrag machen und 2, ich kann die Liste anzeigen. Dann mache ich eingabe lese int das haben wir gerade gesehen. Und abhängig von der Zahl machen wir ein Switch-Case und das ist wirklich erstes Semester dann. Also wir sehen dann an Case 1 gibt es die schöne Möglichkeit, einen neuen String einzulesen und den hier einzufügen. Könnte man sogar noch kompakter programmieren, das ist auch klar, aber... Das würde hier nichts bringen und würde auch die Lesbarkeit nicht erhöhen. Ja, und sehen: Die Liste hat eine schöne ToString-Methode, deswegen muss man hier auch bei der Ausgabe nichts weiter programmieren. Soweit so gut. Das ist also das Programm. Und dann kann man natürlich als erstes mal überlegen: Schreiben wir mal einen Test für dieses Programm. Und dann sehen wir im Wesentlichen müssen wir eben diese zentrale Methode mit dem Start dann wohl testen. Ja, sehen wir uns das an. Ich habe das hier mal aufgeschrieben. Ich habe bewusst hier noch mal ein paar Klassen dazugepackt, damit man noch mal sehen kann, wie das eigentlich aussieht. Die sind sehr langweilig eigentlich hier. Das ist das Wichtige: der Import eben die Klasse System Lambda, die wir nutzen. Und da werden wir sehen, dass da eben einige interessante Methoden drin sind. Ansonsten ist es ganz normal Test. Wir haben das Objekt, was wir testen wollen. Wir initialisieren das Objekt, was wir testen wollen. Das ist also alles noch nicht besonders. Dann gucken wir uns das an, dann schreiben wir einen Test. Also ein Element, Test geht nicht. Also, wie ist die Grundidee davon? Die Grundidee ist, ich möchte gerne irgendwelche Sachen eingeben. Wir hatten ja gerade die Eingabe und wenn man es genau überlegt, wir haben erstmal eine Zahl in diesem Menü ausgewählt und dann was eingetragen. Zum Beispiel die Nummer 1 und dann wollen wir einen Pony auf der Liste haben. Okay. Und die Idee beim System Lambda Programm ist einfach, dass man die Inputs nur in ein Array reinpackt und dann kann man die Sachen übergeben. Und immer dann, wenn irgendeine Eingabe gewünscht wird, wird das erste Element oder ein Element aus dem Array genommen. Also erst das erste Element, dann ist es verbraucht und das dann ist das zweite. Das wird einfach Schritt für Schritt abgearbeitet. Das ist generell gut, weil dann machen wir eben Start des Programms und dann wird die 1 eingegeben. Funktioniert. Ich gebe Pony ein. Das Pony ist auf der Liste drauf, ist auch toll. Und dann steht hier irgendwie Schicht im Schacht. Überlegen wir gleich mal warum, aber wie, wie sollte es eigentlich weitergehen? Dann will ich natürlich auch wissen, was eigentlich ich äh, dort do zum Beispiel ausgegeben habe. Und dann gibt es da die Möglichkeit, eben was zu machen. Hier sehen Sie System äh, Lambda with Text from System In. Das ist das Gleiche, was wir hier auch stehen haben. Da wird auch wieder ein String-Array übergeben und das ist nur die Zahl 2. Ach, die Zahl 2 war ja dafür da, uns die Liste anzuzeigen. Das heißt also erstmal, das ist der innere Teil. Das ist dann eben die Auswahl des Dialogs. Ich drücke die 2. Und eventuell starte ich das und da, und da reden wir gleich nochmal drüber. Das Interessante ist eigentlich drin, dass es hier bei System Lambda eine zweite zentrale Methode gibt, die heißt System Out Normalized. Es gibt einige kleine Varianten dieser Methoden, da sind die Namen, deswegen sind die Namen ein bisschen wenig intuitiv aus. Wir gucken aber auf das Kerngeschäft, was wir hier benötigen. Ja, was heißt das im Klartext? Ganz einfach. Wir gehen hin, wir werden das ja um, dann eingeben. Und eben, wenn eine Ausgabe auf dem Bildschirm passiert, wird alles, was ich ausgegeben habe, also auch insgesamt mit dem Nutzungsdialog, den wir dort hatten, in die Variable out reingeschrieben. Ja, und dann kann ich am Ende eben prüfen, ob ich in diesem String, den ich da drin stehen habe, out, ob da auch das drin steht, was ich haben möchte. Also, ich möchte gerne gucken, ob das, der String, der hier steht, diese Eigenschaft hat. Also Matches, das heißt im Klartext, wir haben beliebige Zeichen, die dann irgendwie kommen. Dann kommt ein Pony, dann kommen wieder beliebige Zeichen, beliebig viele. Äh, Pony dürfte dann auch am Ende stehen, klar. Das heißt also, es müsste das Wort Pony auf der Liste erscheinen. Das ist die Grundidee, die ist gut. Punkt. Aber Sie haben sich hoffentlich schon mal kurz damit beschäftigt. Das Dialog. Start, was ist das Problem? Wenn wir uns diesen Dialog angucken, jo, Eingaben, ach, eins kann man machen, läuft durch, okay. Auf Liste, neue Eingabe, hier kommt das Pony nach neu rein, Pony ist in der Liste drin, Break. Und ich gehe wieder oben hin und ich bin wieder hier oben in der Sache, was wir dort haben. Ja, das Problem ist, ich bin aber jetzt in dieser Schleife drin. Ich kann aus der Schleife raus, dann muss ich aber die Null drücken. Das heißt also, es funktioniert nur die Idee, die ich gerade hatte, wenn ich alle Eingaben kenne, die ich machen möchte. Das heißt also, ich gebe die 1 ein, ich gebe Pony ein, ich gebe die 2 ein und dann gebe ich die 0 ein. Dann würde sogar der Ansatz, den wir gerade gesehen haben, funktionieren. Das wäre ein vollständiger Durchlauf. Ich möchte aber bei meinen Tests höchstwahrscheinlich auch hingehen können und dazwischen testen. Das war ja gerade die Idee, die wir hatten. Ich wollte erstmal einen Pony eingeben und dann da gucken, ist das Pony denn da? Und ich möchte nicht erstmal noch mehr eingeben können. Deswegen, also Programme, die nicht einfach terminieren oder die nur terminieren, wenn das gesamte Programm zu Ende ist, die sind hiermit nicht wirklich optimal testbar. Das ist etwas Unschönes, was wir dort haben können. Das habe ich hier mal aufgeschrieben, eben hier nochmal zur Erinnerung, dieses Arrays dafür da die nächsten genutzten Eingaben. Hier sehen Sie die gleiche Variante in der Kompaktschreibweise. Wenn ich da keine Variable haben möchte, das hier finde ich lesbarer dann in der Form, was wir dort haben. Und eben das Ding hier lese die Ausgabe als normalen String ein, das ist die zweite zentrale Methode. Mehr brauchen wir da eigentlich nicht, kann man so feststellen. Wir können es machen, und das habe ich hier einmal aufgeschrieben, wie ich es Ihnen gerade angedeutet habe. Eins tippen, Pony eingeben, zwei tippen, damit ich die Ausgabe sehe, und null Schicht im Schacht. Und dann kann ich analysieren, ob dann eben irgendwie das so funktioniert, was ich dort habe. Dann sehen wir das hier dran, dass ich hier nochmal eine kleine Variante aufgeschrieben habe, dass ich dann eben äh, beim System Lambda with Text, in Input, System In auf Inputs arbeite. Das sind die vier Elemente hier. Und da äh, eben das eben, ja. Wie bei Lambda-Ausdrücken aufschreibe mit dem Execute und da muss ich das Programm hier hineinschreiben, was ausgeführt wird. Das ist natürlich recht praktisch, dass man das so hat. Und wenn man sich genau die Struktur einmal anguckt, damit kann ich eigentlich beliebige Sachen dann irgendwie auf, ausführen. Das ist das Innere, was hier drin steckt. Und mit dem Äußeren kann ich dann mir den String holen, der ausgegeben wurde. Das ist also die Grundidee, was man machen kann. Und dann würde man hiermit auch erfolgreich testen können, da ob und dass mein Pony in der Liste ist. Aber es war nicht sehr flexibel. Und die Grundidee, die man dann haben kann, ist, man sollte, wenn man so einen zentralen Dialog hat, das ist ja sinnvoll, dass man so etwas hat, die Bearbeitung der Dialogschritte in einzelne Methoden auslagern. Dazu habe ich das Switch, was Sie hoffentlich auch dann noch in Erinnerung haben, ganz einfach so gesagt, dass bei 1, bei der Pony-Eingabe ich einfach eine Methode aufrufe, die heißt neuer Eintrag. Ein neuer Eintrag hat genau die Methoden, die hier stehen, auf Liste. Dann heißt, was hier steht, was also auf die Liste kommen soll, dann tippt man da seinen neuen String ein, das ist das hier und packt es auf die Liste. Und das Ausgeben ist sogar ein System-Outprint-Line. Ich habe mein Programm damit refactored, also umgebaut, modularisiert. Wird netterweise ja auch gerne von irgendwelchen Entwicklungsumgebungen unterstützt. Dann ist die Frage, was habe ich dann jetzt gewonnen? Gewonnen habe ich, dass ich jetzt modular die Sachen prüfen kann. Ich weiß jetzt genau, ich kann eine Eingabe machen und ich kann eine Ausgabe machen. Und die muss ich nicht hier in so einer Schleife haben und ich muss das Programm auch nicht terminieren mit einer Null, sondern ich kann wieder Eingaben, wieder Ausgaben machen. Also ich kann wirklich die Sachen dann so vollständig interaktiv von außen über meine Tests bedienen. Und das macht die Sache natürlich sehr schön. Wir können dann zwei Hilfsmethoden für unsere Tests schreiben, die die Bearbeitung dann einfacher machen, indem wir eben explizite Methoden haben, mit denen wir die Ein- und Ausgabe überwachen können. Da müssen wir im Wesentlichen nur das auslagern, was wir gerade schon gesehen haben. Da passiert kaum was Neues drin. Ich habe die beiden Hilfsmethoden jetzt hier mal auf Public gesetzt. Könnte man auch Private machen. Ist glaube ich Geschmackssache dabei. Ja, gucken wir zur Sicherheit noch mal drauf. Wir können es beim Eingeben sehen. Wir übergeben den Wunsch, packen den in einen einfachen Array rein. String array, dann sehen wir eben, dass wir diesen String array übergeben an unser Text vom System in execute und wir führen jetzt nur noch die Methode aus neuer Eintrag, mit der ein neuer Eintrag in unsere Liste eingetragen wird mit dem wir dort arbeiten können. Wir müssen ja den Stufen den mit der 1 und 2 gar nicht mehr bearbeiten. Das ist ja der äußere Dialog. Wir haben nur noch den inneren Dialog. Das macht es auch ein kleines bisschen besonders für die Ausgabe. Da müssen wir ja auch nicht mehr die 2 tippen, sondern da können wir ganz einfach sagen, wir möchten ganz einfach mal gucken mit Tab System Out Normalized, führe mal dieses Programm aus, was hier steht. Ich könnte ja sogar geschweifte Klammer noch weglassen, Sie mit Holland, Wir wissen, kann man noch kompaktieren, aber führe das Programm aus, was hier drin steht, und sammle alle Ausgaben ein, die auf der Tastatur landen und gebe die, äh, auf dem Bildschirm landen und gebe die dann zurück. Das sind also die beiden Hilfsmethoden, die wir dort haben, und die können wir dann natürlich sehr schön. Innerhalb von irgendwelchen Tests nutzen, um die Sachen zu kombinieren. Das habe ich hier mal aufgeschrieben, das sehen wir hier dran. Also, wir haben jetzt hier eben als erstes die leere Liste-Test, das heißt im Klartext dann, ich mache im Wesentlichen nichts, das heißt, ich hole mir jetzt erstmal einen String, Ausgabe ist gleich List.Ausgabe. A, ich mache ganz einfach, dass ich einfach nur die Methode Ausgabe ausführe. Und dann gucke ich eben an, was in dieser Liste drin steht in der Sache, dann sehe ich, dass da was drin stehen sollte und dann muss ich wissen, in Java die leere Liste oder die wird ja dargestellt als eckige Klammer auf und eckige Klammer zu. Insofern keine toString Methode irgendwie verändert wurde oder sowas dazu. Ja, und das heißt, ich suche hier nach einer eckigen Klammer auf und einer eckigen Klammer zu. Mehr passiert hier im Wesentlichen nicht. Sie sehen, dass ich hier noch mit einem Punkt Sternchen doch noch beliebige Zeichen zulasse, falls denn da noch mal irgendwas ein bisschen rumgesammelt werden sollte. Dann. Aber wichtig ist, ich möchte die leere Liste drin stehen haben. Also Liste sollte leer sein. Dann eben ein Element einfügen. Das heißt, ich mache Würstpunkt eingeben das ist die Methode die wir gerade gesehen haben zum eingeben des Textes und da können wir eben dann unser pony übergeben. Dann holen wir uns die Ausgabe mit dem .ausgabe und prüfen für die Ausgabe dann hey du ausgabe ist denn das pony irgendwo in diesem Text drin? Sie sehen beliebig viele Zeichen davor, beliebig viele Zeichen danach, die man haben kann, aber das ist dann das was man da macht. Ja, wir können natürlich auch weitere dann etwas komplexere Tests machen. Zum Beispiel können wir dann hier einen Text eingeben, sagen, ich möchte gerne mal ein Pony haben, noch einen Hasen, noch ein Pony und noch einen Hasen. Und dann kann ich eben hingehen, mir die Ausgabe holen und dann ist alles nebenbei, was jetzt ausgegeben wurde, innerhalb dieser Ausgabe in dieser Variablen drin. Das heißt, das ist schon einiges, was wir dort haben und können dann eben gucken, was da drin steht. Und ich erwarte ganz einfach, dass da drin ein Pony drin steht, beliebige viele Zeichen und noch ein Pony. Und dass da drin ein Hase steckt und noch ein Hase, den wir dort haben. Das ich, ich kann leider nicht genau darauf prüfen, ob ich wirklich genau vier Elemente habe. Wenn ich das mache, könnte ich das auch machen, indem ich überlege, dass ich die Liste mir, die Ausgabe ganz genau angucke. Das bedeutet aber auch, dass wenn ich irgendwas im Programm ändern würde, dieser Test nicht mehr funktioniert. Deswegen also zu zerlegen, da müsste jetzt dann Ponyhase, Ponyhase stehen. Darauf auf den String kann man natürlich auch einfach direkt prüfen. Gibt es da auch generell verschiedene Möglichkeiten. Ja, und so haben wir eben die Möglichkeit, Ein- und Ausgaben sauber, die auf der Konsole sind, sauber zu überprüfen und Tests dafür zu schreiben und eben mit Matchon grob zumindest zu prüfen, dass die gewünschten Te Texte enthalten sind. Ja, fassen wir noch mal dann zusammen, Testen und Entwicklung. Das vorige Beispiel zeigt, dass in der Entwicklung wieder an die Testbarkeit gedacht werden soll. Ich habe mir glaube ich vorgenommen, das jede Vorlesung zu sagen und fast jeder ist es glaube ich drin. Alle komplexen Berechnungen und Zugriffe auf externe Systeme sollten in eigene Methoden ausgelagert werden. Fast immer gilt, je mehr Methoden mit guten sprechenden Namen, desto besser. Vorheriges Beispiel zeigt auch, dass Tests selbst eine Architektur haben müssen oder können. Wir haben gesehen, die Ein- und Ausgabe wurde in Hilfsmethoden erfasst und die konnten wir in den eigentlichen Texten nutzen. Das ist also sinnvoll, dann eben Hilfsmethoden mit sinnvollen Nan Namen zu haben. Genau das gleiche wie bei Programmaufbau gilt, gilt für die Tests dann auch. Im nächsten Schritt kann es dann eigene Hilfsklassen sogar für Tests geben. Das kann auch sinnvoll sein, um irgendwelche Daten, die man bekommen hat, zu analysieren. Ja, Sinnvoll auch genutzte Frameworks so zu kapseln, dass sie austauschbar sind. Das ist eben das, was man sich überlegen kann. Dieses Framework da basiert eben auf Ideen einer Person. Und wenn die keine Lust mehr hat bei JUnit 6, dann steht man erstmal da und hofft, dass irgendjemand anders das übernimmt in der Sache. Aber das weiß man nicht. Und deswegen ist immer die Idee, so modular wie möglich Gegenschnittstellen zu programmieren, dass man möglichst dann. Ja, die Sachen austauschen kann. Andere Variante ist, JUnit frisst das einfach auf und sagt, oh, das sieht gut aus, sowas wollen wir auch haben. Das packen wir mal in unsere nächste Version 5. Irgendwas rein. Das ist auch denkbar. Nochmal ganz kurz zum Mocking und Behavior-Driven Development. Da hatte ich zum Ende hin auch schon kurz etwas erzählt. Erinnerung, wie war das nochmal, Behavior-Driven Development? Wir haben Spezifikationen, die mit Features beschrieben werden, die aus einer Sammlung von Szenarien besteht. Und jedes Szenario besteht aus einer Sammlung von Stritten oder Steps. Ja, danach ist keine direkte Implementierung, sondern der Übergang zur Modellierung die Idee. Zunächst erste Überlegung zur Architektur und Schichten und der Modularität aufstellen. Das macht man generell. Dann Klassen ableiten und dann eben gucken wir an, welche Entitätsklassen wir haben, also Basisklassen, mit denen Sie arbeiten und dann die Controllerklassen. Und diese Klassen kann man als Interfaces modellieren, steht hier nicht drin, glauben Sie es mir. Und diese Klassen kann man dann erst mocks realisieren. Und mocks könnten dann die Szenarien ausfüllen, sodass wir die Szenarien schon mal dann überhaupt in eine gewisse Lauffähigkeit reinbekommen. Dann kann man eben anfangen, eben das eigene Programm zu schreiben. Ein etwas schräger Weg ist, die Mox zu so auszuprogrammieren und dann aus dem Mox-Code zu basteln. Das könnte man auch machen, aber das ist eher so ein etwas merkwürdiger Schritt, der da drin steht. Aber generell haben wir gelernt, dass man mit Mox an sehr unterschiedlichen Stellen die Testbarkeit von praktisch jedwedem System herstellen kann. Ja, und dann lass uns mal mit einem neuen Kapitel starten, indem wir uns einfach einen Anwendungsbereich angucken. Das werden wir jetzt auch für mehrere Bereiche machen und der Ansatz wird immer sehr ähnlich sein. Wir müssen erstmal, das ist auch typisch, sich in die Technologie einarbeiten, zumindest so weit, dass wir sinnvoll Tests schreiben können. Wir müssen also die grundlegenden Elemente davon kennenlernen. Wir werden auch sehen, dass man da eben bis zu einer gewissen Schicht nur lernen muss, nicht alles, was da drunter liegt. Und dann gucken wir eben an, gibt es da besondere technischen Details, die man angucken möchte, zum Beispiel wie laufen Web-Services und was ist JSON, falls man es noch nicht gesehen hat. Ja, und dann können wir dafür Tests schreiben. Hier in diesem Bereich wird es sogar so sein, dass wir erkennen können, eigentlich passiert nicht viel Neues. Außer dass wir natürlich wesentlich mehr Erfahrung mit den Testen aufbauen und eben spannende Technologien nebenbei noch kennenlernen. Aber vom Konzept der Testentwicklung, also Äquivalenzklassen und dann JUnit-Tests schreiben und darauf mit den neuen auf das System feuern, daran ändert sich nichts. Das heißt auch der Entwicklungsprozess für Web Services kann genauso gut auch dann Behavior-driven Development nutzen. Das wären dann die Sachen dazu. Bevor wir da in die Details einsteigen, hier noch mal unsere Testklassen. Abstraktionsebenen. Diesmal allerdings beim V-Modell der eine Arm umgedreht. Also hier chronologisch, wo man typischerweise gerne anfängt, man testet erstmal seine Klassen, Der erinnern sich an den üblen Namen Unit-Test, den ich nicht mag, macht typischerweise die Entwicklung selber. Das heißt also, dafür ist man dann zuständig, was man hat. Und dann macht man Integrationstests. Sollten die Entwicklungen, Leute in der Entwicklung, nicht selber machen, sondern. Wenn Sie es finden, ein Scrum-Mitglied, was es dort hat, was dann die Sachen vorher entwickelt und dann eben auch recht schnell zur Verfügung stellen kann, die man ausführen kann. Systemtests haben wir kennengelernt, wo das Gesamtsystem angeguckt wird, teilweise auch identisch mit den Abnahmetests. Falls der Kunde dem Auftragnehmer dann traut in der Sache. Es kann aber natürlich auch sein, dass das wirklich zwei getrennte Ebenen sind. Ja, ich habe das deswegen hier nochmal aufgeschrieben, um einfach zu sagen, wie sieht das eigentlich mit Webservices aus? Was ist eigentlich ein Webservice ganz abstrakt? Die Idee ist einfach nur, Sie haben irgendwo im Netz einen Rechner, der stellt Ihnen Rechenkapazität zur Verfügung und Rechenfähigkeiten. Das heißt, Sie können dann bei diesem Rechner etwas anfragen, praktisch eine Aufgabe hinschicken und kriegen ein Ergebnis zurück. Das kann wirklich sein, dass da irgendwelche Berechnungen durchgeführt werden. Das kann aber auch sein, trage folgende Daten in die Datenbank ein oder gib mir die Daten für folgende eine ID aus der Datenbank heraus. All solche Dinge werden klassisch mit Webservices bearbeitet. Wo der Webservice läuft, ist relativ egal. Das heißt also, es gibt irgendeinen Rechner, den man natürlich dann kennen muss. Und dann gibt es eben Kommunikationsprotokolle, die genutzt werden von diesen kommunikationsprotokollen schon vorab muss man nur die oberste ebene äh, kennen äh, wenn mich jemand fragt wo der unterschied zwischen http und https ist weiß ich dass einer ist sicherer mehr weiß ich auch nicht dazu und ich tromme trotzdem zu, auf der ebene Tests zu schreiben so als kleine randnotiz also braucht man die protokolle drunter wirklich verstehen im detail antwort nö aber brauchen Sie nicht weiter sagen. Okay, kümmern wir uns drum. Aber für uns für die Testebene ist wichtig: Webservices, wenn man die entwickelt, kann man die natürlich auch lokal auf dem eigenen Rechner laufen lassen. Das reicht erstmal aus, meist jedenfalls, um da die Klassentests zu machen, also auf Ebene der verschiedenen Klassen zu sein und auch erste Integrationstests zu machen. Wenn wir später bei den Systemtests sind. Die werden wir uns nicht angucken. Muss man das natürlich in der realen Umgebung machen. Wenn man die nicht genau zur Verfügung hat, kann man das aber so weit abkapseln, dass es garantiert nicht auf dem eigenen Rechner ist. Und dazu sollten sie Technologien kennen, eben mit virtuellen Maschinen, Docker und ähnliche Dinge dann, auf die man solche Systemtests packen kann. Es gibt ja auch den schönen Ansatz, dann mit Microservices viele kleine Dienste zu haben, zu nutzen, aber das Konzept bleibt hier identisch. Außer dass der Zusammenbau bei der Integration noch ein bisschen spannender wird in dem Bereich. Aber sonst, die Ideen bleiben da identisch. Auch nochmal ganz kurz zur Erinnerung, welche Testarten wir nochmal haben. Und die kann man eigentlich recht schön dann auch hier dem Klassentest, Integrationstest und Systemtest zuordnen. Ich habe das mal so UML-technisch dargestellt und hier bewusst beim Whitebox-Text einfach mal ja, so eine Art Programmablaufplan aufgeschrieben, der eigentlich aussieht wie ein Aktivitätsdiagramm. Das heißt also, es sind einzelne Rechenaktivitäten, die man hat. Sie wissen, dass wir da über Anweisungen, Entscheidungen und Pfade gerechnet, äh, geredet haben und über Überdeckungsmöglichkeiten, die es gibt. Das sind Sachen, die sehr typischerweise hier drin sind. Das Ding heißt Whitebox-Test, weil wir gucken in die Innereien unseres Programms hinein. Wir gucken uns alle Programmzeilen an, gucken, wie das, was da steht und sowas dann und wollen auch, dass da was ausgeführt wird. Der Graybox-Test ist definitiv wesentlich oberflächlicher und soll auch nicht alles wiederholen, was im Whitebox-Test drin steht. Hier geht es ausschließlich darum zu sagen, wie spielen hier Klassen oder Pakete zusammen. Dazu gibt es zwischen Paketen typischerweise die Definition von zentralen Schnittstellen. Schnittstellen können auch in den Paketen natürlich eine wichtige Rolle spielen, aber nach außen sind sie auch sehr wichtig, weil wenn man irgendwelche Sachen anbietet, sollte man da einfach Schnittstellen anbieten. Und die Idee ist zum Beispiel, man hat hier drin irgendwie eine Methode und die garantiert, wir kriegen ein Objekt raus, das diese Schnittstelle erfüllt. Das ist das, was dieser Lolly hier ja sagt, wenn hier so ein Strich mit einem Kreis dran ist in der UML-Notation. Und dann gibt es jemanden, der den Lolly auch haben möchte und sagt, ja, ich brauche jemanden, der diesen Dienst anbietet oder dieses Interface realisiert, genauer gesagt, und greift dann hier drauf zu. Das ist so die Darstellung, die wir hier haben. Und wir testen eben nur grob das Zusammenspiel der Komponenten, gucken aber genauer auf diese Schnittstellen. Und da gehen wir eben sehr detailliert rein und gucken, ob das Zusammenspiel hier klappt. Und wir werden typischerweise damit mindestens zwei dieser grauen Blöcke immer wieder miteinander kombinieren, um dann hier Tests zu schreiben. Beim Blackbox-Test, also Systemtest oder Abnahmetest, interessiert uns das System an sich überhaupt nicht. Es muss laufen. Und ich will irgendwas damit machen. Das sind die Eingaben. Fehlt haben wir eine Nutzungsoberfläche, fehlt beim Webservice auch dann einfach nur eine Kommunikationsebene, eine Protokollebene, mit der wir haben, produzieren Eingaben und es kommen Ausgaben raus. Ja, und wir können dann eben da genauer sehen, ob das zusammenpasst. Und falls ein Fehler auftritt, müssen wir wieder zurückgehen in die Innereien. Aber erstmal interessiert uns das nicht, wie das Programm aufgebaut ist, wer es geschrieben hat oder welche Systemarchitektur dahinter steckt, sondern nur die Randbedingungen für die Systemarchitektur müssen erfüllt werden und. Das Ein- und Ausgabeverhalten soll natürlich so sein, wie wir das haben. Ja, für Webservices ist das genau das Gleiche. Da werden wir keine Nutzungsoberfläche haben, sondern da werden wir direkt einfach dann Befehle an einen anderen Rechner mit einem gewissen Protokoll hinschicken und kriegen dann Ergebnisse zurück. Das habe ich hier auch nochmal ganz grob aufgeschrieben. Also Webservices ähm, verschiedenste Möglichkeiten. Wir gucken uns an. Wir nehmen ein Webprotokoll, zum Beispiel wird da gerne HTTP genommen oder HTTPS. Und man kann damit ausführbare Dienste auf anderen Rechnern ansteuern, die einem Informationen liefern können oder auch Berechnungen durchführen oder und Informationen speichern, prüfen und verwalten. Also Sachen, die dann wirklich zur, zur Persistenz dazu gehören, die dann auf einem anderen Rechner stattfindet stehen über erreichbare Rechner zur Verfügung und was das wirklich ist, wissen wir nicht. Wir müssen nur das Kommunikationsprotokoll kennen. Das heißt eben, wir müssen wissen, wie sieht dann das aus, wie komme ich dann dahin und auf welchem Port läuft die Sache. Das sind so die Sachen, die man dafür braucht. Ja, und dann kann das eben auch virtuelle Maschinen, Docker oder ähnliches sein. Sicherheitsaspekte sind relevant. Typischerweise werden wir bei Kommunikationsprotokollen das immer haben, dass wir da ein bisschen mitschicken. Das sind Informationen zum Beispiel über jemand, der sich angemeldet hat, der dann ein Token bekommt und dann dieses Token wieder mitschickt, um sich zu identifizieren. So ganz grob die Idee, die man dort haben kann. Damit werden wir uns hier nicht beschäftigen. Das Token wird im Wesentlichen aber auch nicht eine große Rolle spielen, weil man muss es immer durchschleppen. In Klammern für die Qualitätssicherung ist das schon nicht ganz unwichtig, weil wir müssen so ein Token dann bekommen. Das heißt also, falls irgendwelche Systeme oder Aufgaben davon abhängen, dass da irgendwelche Token mitgeschickt werden, muss man eben sehen, wie man das auch für das Testen dann hinbekommt. Ja. Es gibt auch viele andere Varianten, statt ein HTTP-Protokoll zu nehmen, SOAP-Protokoll, wo lange dann für Service-Oriented Service -oriented Architectures war das eher ein schönes Protokoll, was es dort gab. Oder MQTT oder WebSockets sollten Sie vielleicht kennen. Die kann man auch dazu nutzen, eben sehr gut auf der Hardware-Ebene oder Embedded-Ebene dann Daten auszutauschen. Die können Sie aber auch auf höherer Ebene nutzen, um Daten auszutauschen. Also zwischen Browsern zum Beispiel. WebSockets sind ja ziemlich bekannt dafür bidirektionale Kommunikation mit dem Browser zu erlauben. Dann in der Sache MQTT kann man dazu nebenbei auch ganz toll nutzen, aber das kann eben auch auf anderen Kommunikationsebenen dann sein. Und da muss man immer das passende Protokoll finden für die Sachen, die man dort hat. Unterschiede ähm, gibt es bei Web Services auch. Ganz grob nur Stateful und Stateless. Stateful heißt. Server kennt den Nutzer, zum Beispiel am User-Token und weiß, was vorher passiert ist. Das heißt, man kann immer sagen, ich möchte jetzt noch das haben, dann möchte ich das haben. Und für mich soll bitte folgendes dann in die Datenbank eingespeichert werden. Das heißt also, wir wissen ganz genau, was da drin steckt. Und wir wissen immer für jeden Zustand, was vorher gemacht wurde und was nachher war. Oder wir arbeiten stateless. Das heißt, der Server kennt die Nutzerinformationen nicht und alle Informationen, die vielleicht relevant werden für den Zustand, müssen wieder mitgeschickt werden. Vielleicht kann man auch sagen, guck mal, ich bin eine ID und ich schicke dann ein paar Zustandsinformationen mit, die sagen, daraus kannst du wieder identifizieren, das ist der aktuelle Stand, zum Beispiel, wenn sie so klassischerweise so eine Bestellung machen und da so eine Liste haben von Bestellungen. Dann kann man natürlich die Liste lokal halten, beim Stateful und an die ID des Nutzers binden. Oder man kann auch auf die Idee kommen, dass man diese Liste immer mit hin und her schickt. Das ist ein bisschen aufwendiger, aber für den Server einfacher, weil er muss sich nichts merken. Und dadurch könnte es auch sein, dass das Ding dann schon sogar schneller läuft, weil eben dann nicht immer da irgendwas protokolliert werden muss, sondern man einfach die Sachen Ping pong artig hin und her schicken kann. Für erfahrene Leute aus der Qualitätssicherung natürlich kann man sagen, Stateless könnte sogar ein bisschen einfacher sein, was Stateful, da muss man ja auch wirklich den Zustand mit berücksichtigen, was da so hintersteckt. Aber das ist nur eine Randnotiz. In diesem Kapitel fokussieren wir auf sogenannte restbasierte Webservices. REST steht für Representational State Transfer und sagt, dass man ein sehr schönes Kommunikationsprotokoll basierend auf HTTP aufbauen kann. Dazu gab es mal eben eine Promotion, die das erstmal so ein bisschen akademisch beschrieben hat, allerdings eben auch gezeigt hat, dass das umsetzbar ist und das hat sich schrittweise weiter verbreitet. Das wurde nicht unbedingt genommen, weil das das Schnellste oder Tollste ist, aber es ist relativ intuitiv. Und eben für Leute mit nicht allzu großer Expertise gut lesbar. Es setzt sich nicht immer das Hipste durch, das ist nun mal so. Aber das ist nun eben so eine Variante. Hier steht nebenbei REST-basierte Services. Es gibt auch die Aussage, es gibt auch REST-Full-Services. Dazu muss die Architektur sehr klaren Regeln folgen. Das finden Sie seltener bei Programmen. Es spielt für diese Vorlesung keine Rolle, aber falls Sie in einer anderen Vorlesung mal irgendwas mit REST machen. Der Unterschied zwischen RESTful und REST-basiert sollte Ihnen dann da spätestens klar werden. Hierfür und für die Entwicklung reines von Tests brauchen wir es nicht. Das heißt eigentlich jetzt die Nutzung des HTTP-Protokolls. Da gibt es im Wesentlichen ja, ein paar Befehle, die zentral genutzt werden. Das sehen Sie hier, habe ich mal aufgeschrieben: die vier Freunde Get, Post, Put und Delete kennt man. Es gibt noch ein paar mehr, die man nebenbei auch noch nutzen kann. Wir schränken uns aber mehr auf die vier Freunde hier ein. Und dann kann man eben sagen, Get, das ist ja das, was eigentlich das gesamte Internet immer macht. Wenn Sie eine Webseite aufrufen, ist es ein Get-Befehl. Lesen von Informationen, das heißt, Sie schicken eine Anfrage hin und kriegen was zurück. Im Zweifelsfall eine Webseite. Beim Webservice, wir werden über Webseiten später nochmal reden, wird es keine Webseite sein, sondern Informationen, die Sie aufbereiten. Post nutzt man typischerweise zum Erstellen neuer Informationen. Das heißt eben auch, die Nachrichten kann ich auch nicht einfach im Browser reintippen, sondern ich muss dafür einen sogenannten Body, die Informationen, die eigentlich zur Nachricht gehört, da mit reinpacken. Das heißt also, ich brauche dafür andere Werkzeuge zum Beispiel. Oder man kann es eben programmieren. Das werden wir auch sehen. Put ist zur Veränderung da in der Sache. Also wir können dann gucken, das hier ist ein Read, was man hier macht. Das hier ist die Möglichkeit Create, also neue Informationen, was man hat. Das Put ist ein Update, was man hier macht. Und Delete ist ein Löschen von Informationen. Klingt nach CRUD-Operationen. Wie es ja abgekürzt wird, und das passt auch sehr schön, was man dort machen kann. Ja, und dann gibt es dafür typischerweise dann einen Aufbau, wie die Nachrichten aussehen. Zum Beispiel hier: HTTP, Server soll mal 1.server Punkt Server heißen. Und dann sagt man eben: Geh in alle Studis rein und gib mir für Nummer 42 alle Informationen zum Studi mit der ID 42. Dann kommen diese Informationen zurück. Parameter 42 meist in Fahrtinformationen. Man kann auch Attribute nutzen. Wenn Sie sich mit HTTP ein bisschen genauer auskennen, weiß man, dass man da eben auch wunderschöne äh, Parameter mitschicken kann oder Attribute, wie man sie nennen möchte, dann in der Sache. Kann auch sehr hilfreich sein. Wir nutzen aber bewusst diese Struktur aus und dann kann man sagen, dass es immer so eine Art eine Hierarchie, die entsteht. Zum Beispiel die Anfrage ein Server Studi liefert allen alle Studis zurück. Oder zumindest alle Nummern oder IDs der Studis. Und wenn man dann eine ID mit übergibt, kriegt man die Information zum konkreten Studi. Und wenn man dann zum Beispiel was dahinter schreibt, Studi zum Beispiel Prüfungen, dann kriegt man eben für Studien mit der Nummer 42 alle Prüfungen durch. Und dann kann man Prüfungen machen und dann zum Beispiel Prüfung OAD. Dann kriegt man alle Informationen zur OAD-Prüfung. Das heißt, Sie kriegen so eine Hierarchie hin. Die Hierarchie ist sehr hilfreich. Allerdings kann man nicht alle Softwaresysteme rein hierarchisch modellieren, so dass es da immer so ein bisschen Überlappung gibt, und man da aufpassen muss. Aber man kann eben aus diesen Nachrichtenstrukturen heraus sehr schön etwas aufbauen. Ja, Parameter 42 ist eben hier die Fahrtinformation drin, kein Attribut. Ähm, wenn Sie in Java programmieren, gibt es dafür einige mächtige Bibliotheken. Dazu gibt es so schöne Frameworks. Jakarta EE ist das klassische. Früher hieß es JEE. Mit den Lizenzkram dann, als irgendwie Oracle meinte, man muss auch mit Java-Programmen, mit dem eigentlichen Java dann Geld verdienen können, gab es diese Umbenennung dazu. Da gab es einige Bibliotheken dazu, die man nutzen kann. Ja, und es gibt auch sogar einige Bibliotheken, die noch nicht mal in Jakarta drin sind, sondern die zur Standard-Java-Bibliothek gehören. Und es gibt diverse andere Möglichkeiten auch. Java, der, der zweite große Klassiker neben Jakarta heißt Spring. Da kann man da mal gucken, wie man damit auch etwas frischer, neuer und tipper eben irgendwelche Services entwickeln kann. Ich habe das hier mal aufgeschrieben: ein paar von denen, hier ein API, was es dafür geben, gibt in der Sache. Wir werden gleich sehen, dass man da eben nur sehr kleine Teile von braucht und wir werden nicht in sogar die Java Enterprise oder Jakarta Enterprise Version reingehen. Wir werden sogar sehen, dass man ja, wenn man nur das Protokoll nutzen möchte und damit spielen möchte, in der ganz normalen Java Welt bleiben kann. Warum ganz einfach auch, weil es ja HTTP wurde schon in Java mit eingebaut in Anführungsstrichen. Das heißt, da braucht man nicht mehr dazu Zentrales wichtiges Hilfsmittel bei der Kommunikation, um Objekte und Daten auszutauschen, ist JSON, JavaScript Object Notation. Der Vorteil der JavaScript Object Notation ist, dass sie relativ kompakt ist und trotzdem noch sehr gut lesbar ist und wieder ziemlich intuitiv verständlich. Das heißt, man kann sehr große Dokumente damit erzeugen, die sind nicht so intuitiv verständlich, aber die kann man recht einfach durchsuchen. Das macht man teilweise sogar mit KI in der Sache, dass man sagt: liest mir mal die wichtigsten Sachen raus oder filter mal was raus. Und das ist so eine kleine Spielerei. Da gibt es einige schöne Werkzeuge dann dazu. Also, ein textuelles Austauschformat, abgeleitet aus JavaScript, sieht so aus. Und viel mehr als dies, das, was Sie hier sehen, kann man vom Konzept auch nicht bekommen. Falls Sie es noch nicht gesehen haben, einmal ganz kurz durchgegangen: Was gibt es denn? Im Wesentlichen besteht praktisch alles aus Key-Value-Pärchen. Ausnahme sind, es gibt auch noch Arrays da drin. Also, das sehen wir hier drin, das ist ein Key-Value-Pärchen. Key ist Name, der Name ist Tony Stark dann in der Sache. Alter, okay, wir sehen, es gibt verschiedene Typen. Die Informationen über die Typen sind nicht genau enthalten hier in der Sache, aber vom Kern her sehen wir drin, es gibt Strings und es gibt Zahlen. Dann gibt es die Möglichkeit, auch die Sachen hierarchisch zu strukturieren. Das heißt, bei Firma steht hier wieder ein vollständiges JSON-Objekt drin. Wieder mit Key-Value-Pärchen, Name, ein String, Ort, ein String. Könnten natürlich auch Zahlenwerte sein und die Sachen kann man weiter schachteln. Das heißt, JSON-Objekte können in JSON-Objekten geschachtelt sein. Und die einzige Struktur, die man auch dazu an verschiedenen Stellen beliebig nutzen kann, sind Arrays. Und Arrays heißt, ich habe ein Key-Value-Pärchen, aber der Value ist eine Liste oder eins ist ein Array, dann genauer gesagt. Also JavaScript nennt es Array ein Array, beliebig, der beliebig lang sein kann. Und das sehen wir hier dran, das sind die eckigen Klammern, die gehören auch zur Syntax dazu. Und dann stehen hier ganz normale Werte drin. Und Werte kennen wir, Tony Stark hier, und wir haben hier eine 42, das heißt, hier könnten auch Int-Werte stehen und ähnliches. Und an jeder Stelle, an der diese Basiswerte stehen können, können wieder JavaScript-Objekte stehen. Das heißt also, wir können ein Array von JavaScript-Objekten haben. Das ist dann die Idee, was man da so schrittweise dann aufbauen kann. Ja, also das ist das, was wir dort haben. Und das sehen wir hier auch nochmal dran, Key-Value-Pärchen und Arrays von Werten. Werte können wieder aus beiden Elementen bestehen. Es ist ein rekursiver Aufbau, den wir dort haben. Das ist natürlich jetzt ein Textformat. Und für jedes Textformat braucht man dann eine ordentliche Verarbeitung. Und das findet man in jeder Programmiersprache. Dazu gibt es unterschiedlichste Bibliotheken dran, die teilweise irgendwie eingebaut sind, dann, dann in verschiedenen Bereichen. Und ich habe mich einfach hier mal willkürlich, das auch lizenztechnisch passt, für json entschieden. Also JSON, das hier und jetzt hier JSON zur Bearbeitung. JSON kommt von Google dann in der Sache. Aber ja, also kein Lizenzproblem drauf. Ja, und das Schöne daran ist, dass man damit sehr einfach den Übergang zwischen Objekten und der JSON-Darstellung hinbekommt. Und diese ist sehr einfach. Gucken wir uns mal an. Ich habe dafür erstmal hier eine Klasse aufgeschrieben. Achtung, der Code ist nur ein bisschen fragmentarisch dargestellt, damit es auf eine Folie passt. Also eine Klasse Firma hat einen Namen, einen Ort ja, und einen Konstruktor. Also eine Firma, Namen und Ort. Punkt. Personen bestehen aus einem Namen, einem Alter und einer Firma und einer Liste von Strings mit Freunden. Und ein Konstruktor. Hier GetSet und Equals-Methoden alle weggelassen. Das sind die wichtigen, die man dort hat. Diese Dinger heißen auch Plain Old Java Objects. Das heißt, das sind ganz brave, langweilige Java-Klassen. Und die einzige Eigenschaft, die sie eigentlich haben müssen, ist, ja, wir haben hier eben einfache Typen oder Plain Old Java Objekte, die genutzt werden. Und ganz wichtig, es gibt einen parameterlosen Konstruktor. Über diesen parameterlosen Konstruktor kann dann immer ein Objekt erzeugt werden. Und wenn man den Namen jetzt hier der Objektvariablen kennt, kann man per Reflection da auch Werte reinschreiben, sodass man noch nicht mal die anderen Methoden braucht, die ich jetzt hier genannt habe. Wie funktioniert das? Gucken wir uns das mal hier an. Also, ich erzeuge hier ganz einfach mal ein Personenobjekt. Und neben dem parameterlosen Konstruktor kann ich noch beliebig viele mehr haben. Und das habe ich jetzt hier ganz einfach mal gemacht, indem ich hier mal bewusst etwas aufgeschrieben habe. Person, erinnern wir uns dran, hat Name, Alt und eine Firma, die da drin steht. Also Name, Alt und Firma. Das ist das, was man hat. Ups, sorry. Und eine Freundesliste. Ähm, Name X, Alter 52, Firma und ja, leider keine Freunde. Schade eigentlich. Also ganz braves Java-Objekt, was da drin steht. Ja, und jetzt wollen wir daraus ein JSON-Objekt machen. Um das zu bekommen, brauchen wir erstmal ein Steuerungsobjekt, mit dem man das machen kann. Und das ist sehr schön. Hier steht drin, Jason Builder ist die Basisklasse, die man dort hat. Von dem erzeugen wir uns ein Objekt, sagen dann die Eigenschaften, die wir haben wollen: Serialize und Nulls. Das heißt, hier wird explizit dran gestanden, eben die Nullwerte sollen auch, werden wir gleich sehen, als Nullwerte wirklich behandelt werden. Und Create, ja, damit haben wir ein Objekt. Und dann haben wir ein Objekt, mit dem man spielen kann und brauchen davon eigentlich in vielen Fällen nur noch zwei Methoden. Und die Methoden heißen ganz einfach toJSON und fromJSON. Und das sehen wir hier dran. Jo, dann sehen Sie hier toJSON, das heißt, ich nehme mal Person P, verwandle die mal in JSON, mache ein System.out.printline und dann sehen wir hier dran, Jo, halbwegs ohne großartiges umzubrechen, ist das aber genau das, was wir haben wollen. Wir kennen dran, den Nullwert kennt Jason auch. Das ist auch schön. Ja, und hier sehen Sie dran, okay, Key-Value-Pärchen hat 1a spitzenmäßig funktioniert. Und wenn ich so einen Text habe, Sie sehen ja dran, dass das hier ein ganz normaler Text ist, also ein String, der ausgegeben wird, kann ich eben from Jason nutzen und sagen, übergebe mir mal den Text, ein ganz normaler String, und verwandle das in ein Objekt von diesem Typen. Das ist ja das Klassenobjekt, was es eindeutig nur einmal für die Klasse gibt. Dann kann man eben klar sich das Objekt angucken, fragen: Oh, was hast du denn so an Objektvariablen? Und dann dengelt man das Objekt zusammen. Und da das hier eine generische Methode ist, muss ich noch nicht mal mehr casten hier in der Form, sondern kriege genau ein Personenobjekt zurück. Und das ist recht putzig dann in der Form. Und ich habe hier mal ausgegeben dann die einfache Frage: Seid ihr beide eigentlich identisch von der Hin- und Her-Umwandlung? Antwort ist nö. Und weil ich nur schöne Equals-Methode geschrieben habe, das habe ich ja gerade behauptet auf der anderen Folie, ist die Antwort: Ja, ihr beide seid aber identisch. Das heißt also, das ist dann sehr praktisch und kann man dann so nutzen. Also kann man damit die Sachen hin und her verwandeln. Hin und her ist schön, aber man hat ja eventuell gar keinen JSON-Text, sondern muss den erstmal hintippern. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, und ich habe jetzt hier mal äh, die Methode genutzt, die, dass, äh, dass man ihnen zeigt, dass man auch eben in Java so einen String eingeben kann. Das Nervige ist ein bisschen, dass, um Anführungsstrich in den String reinzubekommen, wir ja ein Fluchtsymbol brauchen. Deswegen steht das hier Backslash, äh, Hochkomma Name, Backslash, hochkommata um eben Hochkomata, Name, Hochkommata zu haben. Ja, aber sonst kann man sich angucken, ist das eine ganz normale Form, und das ist einfach dann. Im Wesentlichen genau eins zu eins das, was ich auch sonst so als Objekt eintippern würde. Und dann kann ich eben auch hier wieder meinen JSON from JSON nutzen, meinen Daten reinschmeißen und kriege ein Person.class raus. Oder natürlich eine Exception, falls sie mich irgendwo da verirrt haben sollte. Das ist so die Grundidee. Eine Kleinigkeit sehen Sie auch hier schon mal äh, bewusst äh, markiert: alt gleich 0 und hier ist als 42. Nein, Achtung. Die Frage ist immer, wie geht man mit Fehlern um? Und die Grundidee bei JSON ist, dass man sagt, ähnlich wie in JavaScript, man kann immer beliebig weitere Informationen da hinzupacken. Das heißt also, es ist keine feste Datenstruktur, die man hat. Jede Datenstruktur kann doch individuell erweitert werden. Und dann ist die nächste Frage, was mache ich, wenn die Daten nicht da sind? Und da ist die Aussage auch recht einfach. Auch damit sollte man umgehen können und gegebenenfalls sagen, ja, ähm, wir machen da einfach dann weiter mit entweder leeren Daten die es gibt oder eben wenn es in und dann Zahlenwerte sind mit einem Zahlenwert mit der Zahl 0. Und sie werden wahrscheinlich hier schon erkannt haben, ich habe hier aus Versehen Alter geschrieben und hier schon das Ding hieß aber in der Klasse Person heißt alt. Das heißt, ich bin damit in der Situation drin, dass das nicht erkannt wird und zu keiner Fehlermeldung hier führt. Kann man so etwas konfigurieren? Ja, kann man. Denken Sie dran, wir haben hier so einen json builder, oder einen Jason -Builder oder dann JSON-Bilder gebaut. Da kann man auch noch einiges mit rumspielen dann in der Sache. Also man, das muss nicht zu Fehlern führen. Die Default-Einstellung, von der man meist erwartet, dass sie auch benutzt wird, ist, das, den Fehler hat man schon bewusst gemacht und man wollte diesen Wert gar nicht haben. Ja, und dann schmeißen wir den raus aus den Informationen. Das ist natürlich zum Beispiel auch cool, wenn man irgendwelche ähm, Updates macht, neue Versionen. Also wenn ich dann Daten habe, zum Beispiel aus einem neueren Programm, in dem neue Attribute drin sind, mein altes Programm hier aber auch nutze, ja, kann ich das trotzdem hier nutzen, um den String ordentlich äh, zu formatieren und um daraus dann ein Objekt abzuleiten, in der alten Form, die man dort hat. Also ganz nette Spielerei. Deswegen also JSON, kleines, kleiner Ausflug, aber sinnvoll, eine Hilfssache, die man hier benutzen kann. Ja und dann kommen wir zum eigentlichen Programm. Das heißt, wir wollen unseren Webservice mal testen. Dazu brauchen wir einen Webservice und den Webservice können wir uns jetzt ganz einfach mal oh, ganz naiv kurz angucken, wie er auf dem Rechner läuft. Ja, schauen wir uns kurz unser Testobjekt an. Wie gesagt, es ist ein Webservice, ähm, der ganz normal auf irgendeiner Maschine laufen kann im Internet. Eben hier sogar kompakt als eine einzige exe datei sowas ist mittlerweile auch sehr beliebt, dass man sogenannte Microservices hat, also viele kleine Services, die zusammenarbeiten und die mit einem Protokoll zusammenspielen können. Der Service würde typischerweise mit der virtuellen Maschine gestartet. Hier bin ich der Starter und kann das Ding einmal versuchen zu starten. Ja, ich versuche es mal. Wir sehen eben, es startet. Okay, der meldet netterweise Server gestartet. Das muss auch reinprogrammiert sein, sonst ist es nicht da. Ja. Das heißt, dieser Server läuft und er wartet darauf, dass er Anfragen bekommt. Und Anfragen bedeutet, wir können zum Beispiel zumindest für GET-Anfragen einfach einen Browser nutzen. Das ist eigentlich nicht so unbedingt vorgesehen, aber man kann natürlich dann recht einfach damit arbeiten. Machen wir das mal, indem wir eine Anfrage darauf losschicken. Die Anfrage, die ich hier nutzen möchte, ist einfach, gib mir mal die Teiler von 42. Dann lasse ich das einmal kurz laufen und wir kriegen die Ausgabe. Wir sehen eben drin hier im Firefox, sieht das schon mal recht ordentlich aus. Das heißt, wir können da eben uns die Sachen angucken. Netterweise werden hier die Daten schon aufbereitet. Man kann auch die Rohdaten angucken. Dann sehen wir hier das einfache JSON-Objekt, kann man dran auch sehr gut erkennen. Und man kann natürlich auch ein paar Details sich angucken bezüglich des eigentlichen Services, die man dort hat. Und dann hier angucken, welche Informationen da so mitgeschickt werden. Wir sehen hier auch dran eben, das ist wirklich auf meinem lokalen Server. Auf dem Localhost, also auf dem gleichen Rechner läuft, auf dem ich auch den Browser hier habe. Das einmal so ganz grob als Grundidee, was hier so dieser Service machen kann. Ja, nachdem wir den Webservice gesehen haben, verrate ich Ihnen, hey, der kann noch viel, noch viel mehr. Nein, er noch, hat noch eine zweite Funktionalität. Die erste Funktionalität haben wir gesehen. Wir haben die Möglichkeit, also hier über das Protokoll mit GET einfach dann zu sagen, wir geben hinten eine Zahl an und kriegen dann alle Teiler dazu. Das heißt, da brauchen wir keine großartige Struktur dazu. Also äh, zwei... Äh, ein, ein int-Parameter-Ergebnis, ein, ein übergebener Wert und Liste aller Teiler. Das heißt also, es gibt hier zwei Parameter, die zurückkommen oder zwei Ergebnisse, die zurückkommen. Das ist einmal hier Wert und Teiler. Das heißt, das hier ist ein int-Wert und das ist dann hier ein Array. Bei Primzahlen hätte man sich auch noch mal angucken können. Äh, kommt einfach ein leerer Array zurück. Der ist also auch okay. Ja, das heißt also, damit haben wir so die erste Spezifikation. Da wir nicht nur Get machen wollen. Zugegeben, das ist der, der deutlich einfachste Fall, gucken wir uns nochmal Post an. Und Post ist die Idee, dass ich einen kleinen Addierer habe. Und die Idee ist, dass ich dem Addierer irgendwas übergebe, nämlich kleine Objekte, JSON-Objekte, die jeweils was enthalten der Struktur Wert, Doppelpunkt, eine Zahl. Und dieses wird einfach dazu addiert zu den bisherigen Werten. Das heißt, mein Service merkt sich einen Wert und kann immer was dazu addieren. Das heißt, ich habe dann die Möglichkeit, hier einen Wert zu haben, der Form, was da drin steckt. Ja, Ergebnis ist eben dann ein neuer Addiererstand, den man zurückbekommt. Und Wenn man es genau anguckt, sieht das dann so aus, dass die Rückgabe sogar nicht nur aus dem Wert besteht, sondern sogar ein bisschen schönere JSON-Struktur sein soll. Welchen Wert habe ich zuletzt nur rübergegeben? Also praktisch so eine Art Acknowledge. Ich erkenne, ah, das war ja mein Wert, das passt zumindest. Und das ist das neue Ergebnis. Wenn ich den Dienst dann eben zweimal aufrufe. Steht da 42 plus 42 drin, was wir dort haben. Ja, die Antwort hat immer einige Standard- und optionale Attribute, die man mit übergeben kann. Denken Sie dran, wir sind beim HTTP-Protokoll. Da kann man die erwartete Antwort, den Typen davon einstellen und, und, und. Und wir müssen natürlich das Ergebnis uns angucken. Und dazu kann man eben dann unter anderem abfragen, was für einen Statuscode kriegen wir eigentlich raus? Ja, und dann gibt es eben 200 für okay oder ebenfalls man wirklich was geändert hat. 201 ist auch ein okay, aber da ist sogar was passiert, da ist irgendwas angelegt worden. Und alle Freunde mit 400 sind immer das Schlechteste. Das heißt, 404 ist einfach dann, ich habe mich bei meinem Webservice verpasst, vertippt oder mein Webserver ist gerade nicht online. Dann kriege ich das NotFound zurück und das bedeutet einfach, ja, ich kann das Ding nicht aufrufen und muss darauf reagieren. Natürlich ist es auch sinnvoll später, dass man diese Werte abprüfen kann, werden wir auch sehen. Das heißt, wenn ich über das Ergebnis von Web-Services rede, ist das, was hier drin steht, der fachliche Inhalt oder hier oben auch. Das heißt also, das ist das, was man fachlich zurückbekommt, aber wir kriegen noch weitere Statusinformationen über das Kommunikationsprotokoll. Erstmal den Typen des Ergebnisses, was man dort haben kann und die Statusinformationen. Und damit kann ich eben sicherstellen, dass ich immer überprüfen kann, ob das Ergebnis meine gewünschte Form hat. Und eben solange der Status hier 200 oder 201 ist, weiß ich, dass ich das habe, was ich haben möchte. Und bei 404 weiß ich auch schon, da muss ich gar nicht irgendwie mir die Innereien von angucken, da ist irgendetwas schief gelaufen. Ja, dann bauen wir mal unsere Testumgebung auf. Auswahl der Technologie, zum, um Tests durchzuführen. Hier, wir werden sehen. Da Java eben HTTP oder HTTPS schon selber spricht, ist jetzt eine selbstmachbare Aufgabe, Erstellung von Hilfsklassen, um eigentliche Ausführungen zu vereinfachen. Hätten wir es mit dem Jakarta-IE oder Java-IE gemacht, hätten wir ein anderes Framework gebraucht. Das sehr mächtige, sehr schöne Framework dazu ist Aquillion. Klammern, relativ aufwendige bis sehr aufwendige Einarbeitung. Wenn man es aber zum Laufen gebracht hat, kann man damit sehr gut, sehr sauber arbeiten. Und es ist, verhält sich sehr intuitiv. Also lohnt sich, falls man in dem Bereich tätig ist, auf jeden Fall mal gucken. Ja, das generelle Ziel sollte aber sein, dass wir möglichst technologieunabhängig sind, was bei der Testerstellung dann die Sachen einfacher macht, weil wir dann ja, einfach nur Tests schreiben müssen und falls die Technik sich ändern sollte, können wir dann einfach die Sachen umkonfigurieren oder vielleicht müssen wir sogar gar nichts ändern. Die Testfallentwicklung, das Thema haben wir abgeschlossen. Das heißt, alles darüber wissen Sie schon, ist absolut unabhängig von der Technologie oder fast unabhängig davon. Es könnte natürlich sein, dass sich durch die Technologie neue Äquivalenzklassen ergeben. Wir wissen jetzt hier zum Beispiel, ach, wir müssen mal gucken, diesen Status müssen wir mal prüfen. Und wir sollten auch mal gucken, was passiert bei Blödsinn. Das wäre der negative Test. Also wir wollen durchaus mal eine 404 haben. Und sehen, aha, da kommt auch wirklich eine 404 und nicht irgendwie, wenn wir Blödsinn rüberschicken, Ergebnis, von dem dann unser Programm meint, oh, könnte man bearbeiten. Das wäre nicht so gut. Ja, das heißt also, Äquivalenzklassen, Grenzwerte, Architektur fürs Testen und sowas, dann kann man alles ganz einfach wieder die Ideen nutzen. Und die Umsetzung der Testfälle muss man in einer passenden Umgebung passieren. Und hier ist es sogar sehr schön, da können wir ganz einfach im Bereich. Des einfachen JUnits bleiben, weil wir eben hier ganz klassisch mit Java programmieren. Das Einzige, wir werden höchstwahrscheinlich ein paar Klassen kennenlernen, die Sie, falls Sie noch nicht in dem Bereich programmiert haben, noch nicht gesehen haben. Also einfach, wir müssen eine neue Java-Bibliothek kennenlernen. Ja, und dann gucken wir uns das an, dass wir eben unsere Aufrufe ausführen können. Dazu wird's, dann schreiben wir eine Klasse Execute. Die habe ich jetzt hier im Detail mal nicht angegeben. Allerdings sollte das recht klar sein. Und ich habe sogar gesagt, dass ich eine Methode execute get habe. Da ich keine Objektvariablen hier stehen habe, habe ich das sogar in Static gemacht. Das muss nicht Static sein. Ich bin ja kein großer Freund davon. Im Zweifel sei lieber nicht Static. Aber hier bei solchen Anfragen no, eigentlich okay, weil es würde überraschend sein, dass man dafür noch ein Objekt dann braucht. Ja, und die Idee ist ganz einfach. Wir stellen eine Anfrage beim Get und kriegen ein Ergebnis zurück. Mehr ist es erstmal nicht. Diese Methode ist also relativ generisch gehalten. Ich kümmere mich bewusst hier noch nicht um irgendwie in Anführungsstrichen JSON-Kram. Sehen wir uns mal an, was wir machen müssen. Also wir brauchen eine HTTP-URL-Connection. Ja, und die kann man zusammenbauen. Das sehen wir hier raus, dass ich jetzt einen, Unif einen Unified Resource Identifier, eine URI mir aufbaue. Die besteht aus dem Rechner, zu dem ich hin möchte, den ich bitte natürlich nicht als Konstante hier im Fließtext habe, aber für die Folie ist das natürlich sehr sinnvoll zu lesen. Also das sollte eine Konstante irgendwo sein. Also, wir haben dann unseren lokalen Rechner und greifen dann auf den zugehörigen Path dann dazu. Das heißt also, ich sage, das ist der fachliche Path meines Webservices und das ist der Rechner, auf dem die da Sachen laufen. Ja, das kann ich noch basteln hier mal guckt und tuo URL. Das heißt, dann kriege ich hier eine URL raus, die ich dann nutzen kann, um die Verbindung aufzubauen. Wir gucken uns das gleich mal an, deswegen habe ich die URL jetzt hier einfach mal auf dem Bildschirm gepustet dann oder in die Konsole genauer gesagt, was es dort gibt. Ja, dann mache ich immer auf meine URL eine Open Connection, da das ein bisschen generischer ist. Ich weiß aber, dass es ein HTTP sein soll in der Sache dann. Und da ich das HTTP-Protokoll nutze, muss ich das Ding, das sind ältere Klassen, die hier ja sind, recht alte, richtig alte Klassen, dann muss ich das Ding auf jeden Fall casten und kriege dann mein Connection-Objekt raus. Und bevor ich die Anfrage dann losschicken kann, muss ich dann ein paar Eigenschaften in der Verbindung spezifizieren. Ich muss die Request-Methode setzen, das ist ein GET. Und ich muss sagen, Request-Property, was für Daten möchte ich haben. Und ich sage, ich möchte JSON-Daten haben. Ja, und das ist praktisch dann die Idee, wie man damit arbeiten kann. Ja, und dann heißt es, ich habe jetzt hier mit praktisch alle Daten gesetzt für meine Connection und kann dann eben hingehen und die Connection nutzen und die Sachen aufrufen, was dort passiert. Also machen wir es mal Connection Get Response Code. Das hier ist der eigentliche Aufruf. Sie sehen, das ist auch ein Seiteneffekt. Das ist auch so, ja, uraltes Java mit. Sachen, die man eigentlich in der Objektorientierung auch nicht so gerne haben möchte. Also, man macht einmal eine, eine fachliche Berechnung und wir kriegen noch irgendwie ein Ergebnis zurück, was auch noch was anderes bedeutet. Das ist so ein bisschen wackelig, was da so drin steckt. Wir gucken uns das gleich mal an. Also, wir sagen eben, wir machen jetzt unsere Verbindung, äh, bauen die auf, also machen, die, lassen das Programm oder den Aufruf laufen. Und wenn das ungleich 200 ist, die anderen sind recht dran, 200 ist okay, wissen wir schon mal, wir schmeißen eine Exception. Mit eben den Informationen, die dann da im Response Code mit drinstecken. Wenn die Antwort erfolgreich ist, wissen wir, da ist irgendein JSON-Objekt zurückgekommen. Auf das können wir aber oder überhaupt ein Text zurückgekommen. Auf den Text können wir aber noch nicht zugreifen. Um auf den Text zuzugreifen, müssen wir von unserer Connection den Input-Stream nehmen, also einen Datenstream, den man dort hat, und müssen den einlesen. Und eine Möglichkeit ist dafür, einen Input-Stream-Reader zu nutzen und dann die Sachen in einen buffered reader also gepufferten Leser, dann reinzupacken in der Sache, was drinsteht. Ja, und dann baut man sich den Text hier schrittweise zusammen und dann kann man den einlesen und zum Beispiel das zeilenweise machen. Äh, Sie kennen sicherlich die Klassen String Buffer und String Builder, die werden hier noch schöner zu nutzen sein. Da ich nicht ganz sicher bin, ob ich jeder, jeder die kennt, habe ich hier einfach mal gesagt, ganz naiv, ich nehme eine Klasse Text. Das ist nebenbei nicht falsch, es ist nur langsamer. Deswegen steht hier drin, bitte eigentlich nicht, aber ist absolut okay. Ja, dann haben wir hier noch eben den String Output. Und dann sehen wir dran, dass hier ist so eine etwas komische Konstruktion, die hat sich irgendwie beim Einlesen von Dateien irgendwie eingebürgert, weil es eine ganz schön kompakte Programmierung ist. Also was passiert hier drin? Hier ist eine ganz einfache Zuweisung. Eine Zuweisung, also nimm jetzt hier mein Buffered Reader und lese eine Zeile ein. Diese Zeile ist ganz normaler Text, ein String. Der wird zugewiesen der Variablen Output. Dann muss man wissen, oder man kriegt es jetzt erzählt, dass wenn Sie Zuweisung machen, dass eine Zuweisung auch ein Ausdruck ist. Das heißt im Klartext, man kann das auswerten. Das Ergebnis einer Zuweisung ist der Wert, der zugewiesen wurde. Also, wenn Sie x gleich 42 schreiben, können Sie das in Klammern setzen und wissen, dass das dann 42 ist. Und Sie können das dann irgendwie plus 2 rechnen und noch einen anderen Variablen zuweisen. Also, deswegen ist das so der kompakte Trick, erstmal die Zuweisung zu machen, dann die Zuweisung als Ausdruck zu, zu nutzen. Also, der String, der hier gelesen wurde, ist das Ergebnis. Und wenn der ungleich Null ist, Packe ich das einfach in meine Textvariable ergänzend rein? Macht damit auch deutlich, dass ich eben das, das Ende meiner Eingabe durch diesen Nullwert erkennen kann. Das ist schon mal recht schön. Das ist also ein recht hohes Abstraktionsniveau. Und ich muss nicht anfangen, irgendwelche einzelnen Bits oder Bytes hier zu lutschen in der Sache, sondern kann den Text einfach da rausklöppeln. Ja, den Text gebe ich dann zurück. Und ansonsten wichtig ist jetzt hier, dass ich am Ende dann diese Connection durchaus dann nochmal eben lösche, damit eben insbesondere diese Informationen, die hier sind, nicht irgendwie lokal weiter vorhanden sind. Und ich dann einfach damit eben etwas Speicher befreien kann. Speicherlecks kann man auch in Java herstellen. Ist deutlich, deutlich schwieriger als in C, aber es ist auch machbar. Okay, das heißt, das ist ganz einfach ein generisches Gap. Damit kann ich eben was aufrufen für den Pass, der hier steht, und kriege zurück das Ergebnis als ganz plumpen String. Hier steht zwar JSON drin, ich weiß, dass es auch ein JSON-Format ist, aber es ist nicht formatiert. Ganz wichtig dazu. Ja, dann brauchen wir den nächsten Schritt. Jetzt wissen wir erstmal, wie wir es generell aufrufen können. Und Services schicken JSON-Objekte als Ergebnis und oder erwarten sie als Parameter. Also brauchen wir JSON-Klassen. Aber hey, das haben wir gerade schon angeguckt. Dazu haben wir unsere JSON-Klassen, die es dort gibt. Ein direkter Weg, erstelle für jedes mögliche JSON-Objekt eine Klasse mit Get und Set-Methoden. Ist durchaus ein sinnvoller Weg, den man dort machen kann. Die wird man dann kompakt in irgendein Package reinpacken und wird das dann dort sehen können, was man dort machen kann. Ja, das Einzige, was hier nochmal wichtig dran ist, das JSON-Format, was Ihnen von irgendeinem anderen Service geschickt wird, darauf haben Sie keinen Einfluss. Sie müssen das JSON nehmen, wie es JSON kommt. Das hat auch zum Beispiel den Einfluss, dass wenn in dem Protokoll irgendwelche. Das sind ja Key-Value-Pärchen. Wenn die Keys mit großen Namen da stehen, was meist üblich ist, brauchen wir das auch hier in unseren Objektvariablen. Deswegen steht hier gegen die Coding Guidelines von Java ein großes Wert und ein großes Teiler. Aber hey, das, sind ja genau das ist ja genau das Ergebnis, was beim Teiler zurückkommt. Wir kriegen eben noch den Wert, den wir dort haben, und die Liste der Teiler, die dazu gehört. Ja, und ansonsten haben wir hier steht hier oben drin. Sie brauchen den hier unbedingt. Wir wissen das für also ein, ein Pojo, dann brauchen wir den parameterlosen Konstruktor und Get- und Set-Methoden kann man dann eben auch noch hiermit haben. Kann man sich teilweise natürlich dann generieren lassen. Ja, das ist also das Einzige, was ich eigentlich sogar brauche, um das Ergebnis für meinen Tyler-Service anzugucken. Dann sehen wir uns das doch mal an. Ich habe das jetzt nicht explizit als Test aufgeschrieben, aber die Idee, das in JUnit einfach reinzufrickeln, sollte für sie relativ trivial sein, wäre jedenfalls zumindest meine Hoffnung was wir dort haben können und das können wir uns dann mal ganz einfach angucken also ich nenne mir meine Klasse execute das war ja die wo mein execute get drin steht hatte ich nur im Kommentar erwähnt aber so heißt die Klasse dann die Klassenmethode execute get Tyler 42 ähm, weil ich so glücklich bin gebe ich dann jason Text dann dazu einfach noch mal aus äh, was wir hier haben das heißt also das ist das execute get was wir dort haben ja Sie wissen dran dass dieses äh, so ein Execute Get hat ja auch noch ein bisschen gesammelt. Sie erinnern sich dran hier. Ah, wir sammeln erstmal die vollständige URL, die da drin steckt. Das können wir hier an der Ausgabe schon erkennen. Ja, das ist der Aufruf, der passiert. Und das Ergebnis ist das hier in der Variable JSON drin. Dann in der Sache. Oh, das gebe ich dann auch noch mal aus. Deswegen wird als zweites das ausgegeben, das JSON-Format, was wir kennen. Ja, und dann, die Freunde kennen wir schon. Sie machen unseren JSON-Builder. Standard meist, was man haben willst, hier Lise nulls und Create. Wir haben dich ding und dann from JSON dann eben, ja, lese mal den Text, den ich da gerade bekommen habe und mach daraus ein Tyler-Objekt. Und das steht hier drin. Und wenn ich ein schönes System out Printline dafür geschrieben habe, so aufwegs mal, wird der Tyler hier ausgegeben und wir sehen das eben mit den ganzen schönen Werten, die da eingetragen sind. Das ist also die Grundidee, was man dort haben kann. Und natürlich können wir darauf dann wunderschön in unseren Tests zugreifen und mit Assertions drauf losgehen. Deswegen habe ich das hier mal einfach mal vereinfachend etwas weggelassen. Ja, und dann noch eine kleine zweite Spielerei. Wir machen mal ein Execute Get für 42X, das heißt, wie verhält sich eigentlich dieser Webservice, wenn ich da irgendwas nichts und nicht, nicht ordentliches eingebe, dann in der Sache, was wir dort haben. Ja, und dann kann ich eben sehen, was da so passiert. Ich gehe mal davon aus, dass eine Exception kommt und gebe ganz einfach mal die Fehlermeldung aus, die es gibt. Erste Sache, das ist noch die Ausgabe meiner Execute Get Methode, das ist der Aufruf, den ich gestartet habe. Und die GetMessage-Nachricht, ach, da steht nur der Fehlercode mit drin. Und wir sehen, das ist schlicht die Zahl 400, die sagt, ja, ja, also ich bin zwar da, aber was du da gemacht hast, Unsinn. Also Computer sagt nein. Ja, da das so toll geklappt hat, gehen wir mal weg vom allereinfachsten Fall und gehen zum etwas schwierigeren Fall. Und der etwas schwieriger Fall ist, wir gucken uns das Post an. Wir werden aber sehen, das Konzept bleibt sehr ähnlich. Aber wir müssen natürlich jetzt auch Sachen mitschicken. Und die Idee war ja, wir haben da unsere Additionsmöglichkeit und wollen das dann eben sehen, was da so rauskommt. Und das sehen wir uns mal an hiermit. Und da habe ich wieder so eine Hilfsmethode geschrieben, ExecutePost. Die ist wieder ziemlich generisch gehalten und sagt ganz einfach, ich kriege erstmal den Pfad übergeben, also da, wo ich eigentlich hin möchte. Also die Adresse des Webservices, die ich dort haben möchte. Und ich schicke neu mit noch den Content dazu. Dann kann man sagen, okay, Content, ja, das reicht aus, weil der Content ähm, ist einfach nur die Information, was da mitgeschickt werden soll. Dass der Content ein JSON-Format hat, hat mich interessiert beim Aufruf. Aber wenn ich jetzt auf die untere Protokollebene gehe, ist es alles nur Strings, String, 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 String dann in der Sache. Deswegen, ja. Übergebe ich jetzt bei Parameter einfach eins string den Content, den ich da mitschicken will. Dass das JSON ist, erkennt man hier an Null. Ja, Aufbau. Ähnlich wie vorher. Wir haben unsere HTTP-URL-Connection. Die müssen wir erstmal zusammenklöppeln äh, mit dem Pass. Da sehen wir dran, dass es 1 zu 1 Copy und Paste aus dem anderen heraus. Äh, ich bin so glücklich und werde das nochmal ausgeben. Ich muss sage, ich mache mal die Open Connection und dann spezifiziere ich die Sachen, die hier drinstehen. Ja, und dann können wir eben sehen, was da so passiert. Also, und was heißt spezifizieren? Jetzt ein bisschen mehr Parameter brauche ich noch. Also, ersten Parameter, den ich brauche, ich muss natürlich die Request Method angeben. Das ist jetzt Post. Vorher stand da Get. Und ich muss dann Request Property noch angeben. Das ist aber der Content Type. Also mein Krams, den ich mitschicke. Und ich sage, das ist ein JSON-Format. Und ich sage auch noch, welcher Zeichensatz das ist. UTF-8 ist meist praktisch. UTF-16 wird nicht überall verstanden. Aber das muss man einfach auch rausfinden dann. Fragen Sie danach beim Webservice, den Sie nutzen. Wenn Sie ihn selber entwickeln, stellen Sie das natürlich selber ein dann in der Form. Ja, also man kann damit auch fremde Web Services testen, die sonst wo liegen. Aber das, da gehen wir eigentlich davon aus, dass sie funktionieren. Ab und zu kann es aber auch sinnvoll sein. Und wir kriegen natürlich eine Antwort zurück. Das ist ja der String, der hier zurückkommt, deswegen accept. Und wir wollen auch gerne JSON zurückhaben, sagen wir. Ja, dann müssen wir das Ding ja mal starten. Und das passiert einfach mit do output true. Das heißt eben, wir machen das mal, wir führen die Sachen mal aus. Und wenn wir es ausgeführt haben, kommt was Ähnliches zum Tragen zu dem, was wir sonst schon kennengelernt haben. Und wir müssen eigentlich uns überlegen, hallo, wir müssen eben, wenn wir einen Output ausführen wollen, wir müssen ja unsere Daten mitgeben. Äh, ja, das heißt also, Output heißt erstmal, wir kriegen Ergebnisse. Entschuldigung, ich glaube, es war unklar formuliert. Wir kriegen ein Ergebnis zurück. Das heißt, wir erwarten auch ein Ergebnis zurück. Das ist die passende Beschreibung, sorry. Ja, und dann eben kommen wir dahin, dass wir unseren Content mitschicken müssen. Das content mitschicken heißt, wir müssen dann doch in der Protokollebene ein bisschen weiter runtergehen und auf der Byte-Ebene rumfriemeln. So ähnlich wie wir das dringst irgendwie zeilenweise oder so das Ergebnis eingelesen haben werden wir wahrscheinlich gleich nochmal machen müssen, müssen wir das Ding auch wieder ausgeben. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten dazu. Und eine Möglichkeit habe ich hier mal aufgeschrieben, wir brauchen einen Output-Stream, den kriegen wir für die Connection, dann dazu passend. Und wir müssen dann sagen, was wollen wir eigentlich ausgeben? Und dann ist es so, dass ich mein Content nehme, das ist mein String, und den in Bytes verwandle und sage eben, ich möchte ein UTF-8-Format haben. Das UTF 8 und das hier muss wohl zusammenpassen. Da könnte man auch klassisch eine Konstante dann raus machen in der Sache. Okay, und dann habe ich eben hier diese Byte-Umwandlung und muss diese Bytes schreiben. Dazu gibt es eine recht schöne write methode Und die kann ich ganz einfach machen. Die sagt eben, schreibe diesen Input da ab, Position 0 bis Input längst. Wenn das hier ein sehr, sehr großes Dokument ist, kann ich typischerweise nicht Input.length nehmen, sondern kann nur eine gewisse Anzahl von Bytes schreiben dann kann das durchaus dazu führen, dass ich das aufteilen muss und mehrere OS.writes hier stehen habe, um auf dem Output-Stream zu schreiben. Das heißt also, das könnte doch durchaus ein bisschen aufwendiger werden. Ja, und wenn dieses Write ausgeführt wird, äh, gemacht wird, wird das nicht nur geschrieben, sondern zack, der Aufruf wird auch gleich ausgeführt. Das heißt, hier ist die Stelle, also hier unter, ist die Stelle, nachdem ich sagen kann, dieser Aufruf wurde ausgeführt. Und dann kriege ich halt ein Ergebnis. Und dann kann ich eben feststellen, hat das funktioniert? Und eben, wenn es funktioniert hat, kriege ich den Wert 201. Es hat sich ja was verändert. Es ist nicht nur 200, sondern wir wissen ja, dass sie auch die Werte verändert haben bei unserem Service dann in der Sache. Und wir erwarten als Antwort 201. Nebenbei, das ist auch eine gewisse Willkür. Wenn man das Protokoll schlecht spezifiziert ist, kriegen sie vielleicht eine 200 oder ähnliches raus. Das könnte auch noch passieren. Ja. Und eben, wenn es nicht sein sollte, schmeißen wir eine Fehlermeldung raus und geben dann den Response-Code mal aus, was dort passiert. Dann, ich habe jetzt hier mal so einen Kommentar reingeschrieben. Wenn Sie selber mit so etwas spielen, kann es ab und zu hilfreich sein, System. Out-Printlines sich mal genauer die Objekte anzugucken. Ich habe das hier mal angegeben, aber wollte ich nicht hier explizit machen. Also man kann man eben diverse Informationen aus dem Connection-Objekt noch rauslesen. Aber um get header field mit der Location kann man rauskriegen, eben wo eventuell dieser Service dann liegt in der Sache. Da gibt es noch ein paar andere Varianten. Okay. Der Rest. Den kennen wir schon. Wir kriegen eben nach der Anfrage ein Ergebnis. Das Ergebnis packen wir in einen Input-Stream-Reader. Um das bequemer zu machen, nehmen wir, machen wir das aus einem Buffered-Reader. Ein Buffered-Reader kann zeilenweise genutzt werden. Die Zeilen kleben wir in ein, aneinander in der variablen Text. Der Output wird eingelesen, dieser etwas komische Art der Zuweisung, die gleichzeitig ein Ausdruck ist, wird ausgewertet. Und wenn es ungleich null ist, wird es angeklebt. Und dann geben wir den Text zurück. Und wir machen dann auch noch einen Disconnect um dann die Ressourcen alle wieder freizugeben. Jetzt wollen wir den Dienst wieder nutzen. Dazu haben wir aber schon was kennengelernt. Das ist jetzt nicht wirklich viel anders. Natürlich müssen wir auch noch ein bisschen aufpassen. Wir schicken ja Sachen mit und kriegen was zurück. Also der Aufruf sieht gleich ein kleines bisschen anders aus. Auch von der Logik her. Wir brauchen zwei spannende Klassen dafür. Wir brauchen einmal eine Klasse Wert, die wir dort haben. Das ist eben, um den, den Wert zu repräsentieren. Das ist auch der, den wir nebenbei mitschicken. Den kriegen wir ja auch wieder zurück. Und wir kriegen dann eben hier noch eben den Addierer dann in der Sache und der hat zwei Variablen dann eben. Entschuldigung, das ist das, was wir hinschicken und den Wert kriegen wir da zurück und dann steht das eher hier in der Variablen hinzu. Und wir kriegen noch den Gesamtwert unserer Addition da drin stehen. Das ist das, was im Wert Addierer drin steht. Ganz normale Pojo-Objekte, die wir eins zu eins so anlegen, wie wir das auch vorher kennengelernt haben. Wir sind damit also in einer relativ klaren Struktur drin, wie wir vorgehen sollen. Dann führen wir die Sachen mal aus. Könnten natürlich jetzt daraus Tests machen, wie gerade schon argumentiert, muss ja nicht. Also, sehen wir uns das an. Erstens, wir müssen mal, wir wollen ja was hinschicken. Wir holen uns unseren jason bilder klöppeln den zusammen, sagen, wir wollen den Wert 42 rüberschicken, den Konstruktor, das ist ein Objekt, was wir mitgeben wollen. Zur Sicherheit gebe ich das Ding dann auch noch mal aus und wir sehen, ja, das sieht ganz toll aus hier an der Sache, was wir dort haben. Ja, und dann mache ich einfach ein Execute-Post, wir sehen dann hier drin, Addierer ist der Name des Services, den wir dort haben und da steht einfach JSON to JSON drin, das heißt, ich packe eben genau den String, den ich gerade gesehen habe, dann noch hinten dran. In der Sache kann also dann sagen, ich packe das hier in die Nachricht hinein. Das hier ist der Name Service und das ist dann eben der Content der Nachricht, die wir dort haben. Da sehen wir auch dran, beim Namen, der ausgegeben wird vom Service, steht hier nur Addierer. Das, was wir übergeben haben, das sehen wir dann nicht. Ähm, kleine Spielerei dabei. Wir gucken uns das mal an. Ich mache jetzt hier einen Execute Post, um zu zeigen, wie es generell funktioniert. Aber eigentlich mache ich das jetzt hier nochmal. Das heißt im Klartext: Ich mache noch ein zweites Mal Execute Post. Warum mache ich das? Kommen wir gleich drauf. Ist eine Spielerei, um einfach zu zeigen, es geht. Ich muss natürlich das Ergebnis mir nicht angucken, aber hier interessiere ich mich mal für das Ergebnis. Was heißt das dann nochmal fachlich? Das heißt, hiermit schicke ich eine 42 hin. Völlig richtig, die wird aufaddiert, kriege ein Ergebnis zurück, ignoriere das. Und ich addiere hier nochmal 42 raus und kriege ein Ergebnis zurück. Das bedeutet eben, jawohl, ja, ich addiere eigentlich 84 da drauf. Okay, ja, dann mache ich ein System Output Printline Jason von dem, was ich zurückbekommen habe. Sie wissen, das Execute Pots hat jetzt zweimal diese Ausgaben gemacht. Wo schicke ich die Sachen hin? Und das Ergebnis, was ich zurückkomme, sehen wir hier drin. Ich habe die 42 drauf addiert. Genau das, was ich haben wollte. Und der Addierer sagt mir mein Gesamtergebnis. Und wir sehen hier dran, ups, ich habe schon ein bisschen häufiger hiermit mal gespielt in der Sache und mein Service nicht resettet in der Sache. Der hat gar kein Reset nebenbei. Den kann ich nur einfach den Service abschalten und neu starten in der Sache. Und wir sehen, das habe ich fünfmal laufen lassen. Deswegen steht hier fünfmal 84 drin. Okay. Ja, und den Rest kennen wir aber. Wir nehmen unser schönes JSON-Objekt, nehmen ein from JSON. Und packen das in die addiererclass klasse rein, weil die für mein Ergebnis da ist. Machen dann eine Ausgabe, hoffen wir ein schönes ToString, was wir haben. Haben wir auch. Und dann steht das hier drin. Ja, und dann könnten wir sonst noch dann hier eben hier eine Exception ausgeben. Haben wir hier aber nicht, weil wir hier alles glücklich haben. Aber das mit der Exception sollen wir auch ausführen. Deswegen machen wir es ganz einfach hier mal. Wir können das mal angucken, was mache ich hier denn dran. Ein Execute-Post, Addierer, okay. Und der Wert, der übergeben wird, ist X. Das hier ist aber keine Variable, das ist der Text, der aus dem kleinen x besteht. Ähm Text kann ich nicht drauf addieren, gehe ich mal von aus, führe das Ding mal aus und kriege dann eben raus, jawohl, ich gehe an Addierer rein und dann ist die Frage, was kriege ich an get getMessage und die Antwort ist, Computer sagt nein, ich bin zwar da, aber ich kann damit nichts anfangen, keine 404 oder sowas. Das ist dann die Grundidee, wie man jetzt hier mit arbeiten kann. Randnotiz, auch wenn Sie selber mit programmieren wollen. Anna. Ja, Open Module, das ist einfach nur zur Bequemlichkeit, damit auch andere Services schön mit ihrem Programm arbeiten können. Aber wichtig ist, wir müssen eben unsere Klassen, die jetzt hier in verschiedenen Packages drin sind, äh, mit Export öffnen, sodass der Zugriff darauf passiert. Für wen ist der Zugriff wichtig? JUnit, aber insbesondere für Jason ist das wichtig, weil Jason damit auf die Klassen zugreifen kann, die in diesen Paketen drinstehen. Und diese Umwandlung dann damit machen kann. Man kann sich dann auch relativ schnell überlegen, reicht es nicht aus, die Klasse Entity dann vielleicht aufzumachen? Antwort ja. Aber warum? Man kann das auch in dieser Form hier machen. Und dann funktioniert das auch sehr schön. Jo, ich habe ja gerade schon gesagt, man kann das in irgendwelche Tests reinschreiben. Dann dachte ich, machen wir es auch noch mal. Dann werden Sie sehen, dass die Tests erschreckend einfach und klar aussehen. Weil man muss eben nur... Irgendwas aufbauen, um die Tests ausführen zu können. Und das Wichtigste dafür ist die Klasse Execute gewesen. Das ist eine Hilfsklasse, sodass ich eben genau weiß, damit kann ich meine Services ausführen und kriege die Ergebnisse zurück. Und das Schöne daran ist, ich muss dann nicht irgendwie noch ein Detail irgendwas machen. Ich könnte nebenbei sogar noch eine Ebene dazwischen schreiben, die ist dafür da, das Execute-Get zu machen. Und ich kriege ja da die Ergebnisse zurück. Wir werden bei diesen Tests sehen, da wandle ich nochmal selber von Hand um. Das könnte man eigentlich sogar auch noch auslagern, dann in der Zwischenschicht, die dann einfach diese Umwandlung macht und mir gleich das Objekt zurückgibt. Also, dass ich irgendein Execute mache, was mir direkt ein Teilerobjekt oder so zurückgibt. Ja, aber das können wir uns ganz einfach mal angucken. Also, hiermit eben dann unser JSON-Objekt, was wir brauchen, mit dem wir arbeiten können. Das kann man hier direkt initialisieren ist zustandslos, also muss man da gar kein Before Each oder sowas haben. Und Test Teiler okay, ich schicke eben jetzt hier Teiler 42 los, gucke mir das dann an, mache dann eben hier mal eine Möglichkeit eben der Umwandlung, hier muss ich noch Jason kennen, wenn ich die Ebene dazwischen schalten würde, könnte ich sogar vermeiden, dass man bei der Testentwicklung überhaupt wissen muss, dass es JSON gibt. Da würde man einfach nur sagen, mach und dann kriegt man eben Teiler-Objekt zurück. Hier muss man noch die Umwandlung selber von Hand machen, sieht man hier dran, kriegt das Teileobjekt und dann kann ich eben dieses Teilobjekt benutzen, um zu vergleichen, ob das rauskommt, was ich haben möchte. Hey, nebenbei kann ich auch zeigen, dass die Assertions auch so eine coole Klasse haben wie Assert Iterable Equals. Das heißt also, ich kann damit ein ArraySSList list machen. Coole Methode, Klassenmethode dazu, mit einer dynamischen Liste von Werten, die hier angegeben werden kann. Also. Dynamische Methode, die mir beliebig viele Int-Werte zum Beispiel, oder beliebig viele Objekte bekommt, hier beliebig viele Integer-Werte, daraus eine Arrays-List macht und dann ganz einfach das vergleicht mit der Liste, die hier rauskommt. Das heißt, das ist meine erwartete Liste, das ist das, die rauskommt. Wir sehen nebenbei hier auch dran, dass ich erwarte, dass die Teiler geordnet zurückkommen. Das sollte dann wirklich in meinem Webservice auch so sein. Wir nehmen wir an, dass wir gerade den Webservice testen wollen, den wir selber entwickeln. Dann sollte das in der Spezifikation drin gestanden haben. Und das können wir hier natürlich jetzt 1a spitzenmäßig anwenden. Ja, dann habe ich das nächste hier mal drin, stehen Teiler, okay, Ergebnis leer. Warum? Können wir uns hier angucken. Ich mache mal einen Teiler von 0. Ähm, die Frage ist ja, wie man dann mit den Teilern umgeht, aber mit Zahl 0 ist relativ einfach, ist die Zahl, die keinen Teiler hat. Äh, Null selber ist kein Teiler und wird auch nicht in so einer Liste angegeben. Deswegen kommt da einfach nichts raus. Und das können wir uns einfach mal angucken. Mach das mal, wandel um und prüfe. Und dann sehen Sie hin, ich prüfe das hier mit dem Assert equals in der Sache. Und das ist genau das Gleiche, was Sie da oben auch haben. Wobei hier ist es noch einfacher. Ich muss das hier gar nicht machen könnte ich nebenbei Parameter los und mir nochmal überlegen. Wobei da würde ich dann auch, ja, würde auch gerne eine leere Liste zurückbekommen. Aber die leere Liste hat ja einen Konstruktor. Das heißt, ich kann da New ArrayList machen, Integer. Und ich weiß ja, dass in meiner Teiler-Klasse die Sachen auch als ArrayList drinstehen. Und deswegen kann ich das hier auch machen mit t.getTeiler. Das heißt, damit kann ich diese beiden Dienste sehr gut testen, die wir dort haben. Dritter Test haben wir gerade auch schon gesehen, aber jetzt eben systematisch umgesetzt. Wenn es nicht okay ist, ich also irgendwas übergebe hier Tyler LOL, das hier ist also keine 101 oder sowas dann, sondern ist ein LOL, was da steht. Aha. Weiß ich, wenn ich es ausführe, sollte eine Exception geworfen werden. Und ich kann diese Exception sogar prüfen. Ich will haben, dass die Message davon 400 sein soll. Und ich erwarte von meinem Webservice, den ich teste, dass diese 400 rauskommen soll. Das kann ich dann eben exakt so aufschreiben mit diesem klassischen 3-Catch, was man hat. Die Alternativen kennen Sie, wie man eben Exceptions auch testen kann. Auch die Nachrichteninhalte, aber das ist eben nur ja, für ältere Leute wie mich, weil das die erste Variante ist, die lesbarste. Müssen Sie bitte nicht so schreiben. Ich kann auch die anderen lesen. Aber wenn ich schnell runterprogrammiere, ist das das immer, was mir am schnellsten aus den Fingern glitscht. Sache. Okay. Ja, dann gucken wir uns hier nochmal an, wie es mit dem Addierer aussieht. Äh, da habe ich jetzt ganz einfach mal geguckt, äh, was man hier machen kann. Ähm, dass ich hier einfach schon den negativen Fall am Anfang gestellt habe. Das habe ich einfach nur, weil der passte jetzt gerade so gut hier auf die Folie noch drauf. Ähm, positiven Fall, der sieht ein kleines bisschen länger aus, gucken wir uns gleich mal an. Ja, sehen wir uns das an. Netterweise habe ich hier auch schon die Information drauf geschrieben, warum Wert 42, das sieht doch ganz toll aus, nicht okay ist. Wir lernen daran, Jason und unser Webservice, müsste das eigentlich unbedingt, sollte, ja, kontextsensitiv sein. Klartext, wir achten auf Klein- und Großschreibung. Hier ist ein kleiner Wert und wir wollten großen Wert haben. Könnte der Webservice das eigentlich dann regeln? Antwort: Ja, könnte auch. Ich könnte auch sagen: mh, Guck dir es an und klein oder groß, passt das Ding bitte an. Ist aber nicht die Forderung hier, sondern die Forderung ist: Ist nicht. Es soll Fail rauskommen, falsches Verhalten. Es kommt die Nummer 400 raus, redlich bemüht, aber hat nichts geklappt. Ja, das ist das, was in dem Test drin steht. Und dann haben wir natürlich auch noch einen Test, den wir hier angucken können, für den, wenn der Addierer okay ist. Da haben wir so ein klitzekleines Problem, das habe ich aufgeschrieben hier. Es gibt keinen Reset-Service. Wir wissen ja, dass wir eigentlich nach dem Test die gleiche Situation wie vor dem Test haben wollen. Das kann man hier durchaus hinkriegen. Das bedeutet, wir müssen unseren Webservice runterfahren, also ganz einfach den Prozess abschießen in unserem konkreten Beispiel. Und danach müssen wir wieder starten. Das ist von Java aus, weil Java natürlich auch ganz normale Befehle für das Betriebssystem irgendwie loslassen kann, kein großes Problem. Ist aber durchaus zeitaufwendig. Service starten oder sowas dann dauert typischerweise ein bisschen für die kleine Variante, die wir hier haben, gilt das nicht wirklich, wo selbst da war eine kleine Verzögerung drin, die sie vielleicht gesehen haben. Dann ist die Frage, was kann man denn da machen? Und der Kompromiss ist, ja, wir müssen einfach sehen, wie ist die Ausgangssituation und müssen die nehmen und von dieser Ausgangssituation aus unseren Test schreiben. Und das ist dann eben eine neue Erkenntnis, die wir hier auch noch gewinnen, deswegen ist mir auch wichtig, ist, diese Tests noch mal genauer zu besprechen. Und wie ist der Trick dabei? Das sehen Sie hier wieder, ich nehme einen Wert 0. Und wenn ich einen Wert 0 zu irgendwas addiere, kommt, bleibt der Wert gleich. Da wir wissen, dass unser Service ja das Ergebnis zurückliefert, ist das einfach unser Ausgangswert. Und wir sagen einfach, wenn ich auf diesem Ausgangswert 42 drauf addiere, das ist schon wieder das Beispiel hier, sollte der Ausgangswert plus 42 das Ergebnis sein. Und das kann ich sauber als Test programmieren. Und das gucken wir uns nochmal an. Da es kein Reset gibt, nehme ich mal Wert 0 und schicke ganz einfach mal Wert 0 zu meinem Addierer hin. Ja. Der kriegt das dann, ich kriege das Ergebnis zurück. Da ich keine Zwischenschicht geschrieben habe, wie ich schon mehrfach gesagt habe, muss ich selber die Sachen umwandeln und doch noch ein bisschen schießen können, dann in der Sache. Habe dann mein Addierer-Objekt und sage dann, mein Ausgangswert, der hier steht, ist einfach das, was im Addierer steht Und das ist einfach dann hier eben GetAddierer. Das ist der aktuelle Wert des Addierers. Und dann schicke ich meine 42 hin. Sie sehen, das ist exakt das gleiche wieder oben. Ich nutze sogar die gleiche Variable. Äh, Spricht was dafür oder dagegen? Weiß ich nicht. In der Sache, ich finde es okay, dann, äh, was wir dort haben. Und ja, addiere dann 42 und kriege einen neuen JSON-String zurück, der in dieser Variablen drin steht. Ich klöppel das Ding wieder um und muss dann ganz einfach prüfen, dass der Wert jetzt hier ist, den wir dort haben, und der hinzugefügt wurde. Das ist ja der erste Parameter, der zurückkommt in der Sache. In meinem Addierer-Objekt, äh, die 42 ist die Zahl, die ich hier rüber geschubst habe und ich muss dann sicherstellen, dass wenn ich get mache und mir den Wert angucke, den der Addierer aktuell hat, muss das mein alter Wert, der Startwert sein und die 42 muss dann drauf addiert werden. So kann ich also programmatisch sehr gut hier meine Webservices testen und komme da schrittweise dann zu schönen Ergebnissen. Natürlich muss man nicht seine Tests in Java schreiben. Wenn man aber ein Java-Projekt haben sollte, ist das eine sehr schöne Sache, die es dazu gibt. Ein anderes Werkzeug, was sehr, sehr, sehr wichtig ist, wenn Sie irgendwas in dem Bereich mit irgendwelchen Web-Anwendungen machen, heißt Postman. Das sieht jetzt hier auf dem Bildschirm ein bisschen wilder aus, aber. Von der Idee her ist es recht einfach. Man kann überlegen, was man eben für hat, was man machen möchte beim HTTP-Protokoll. Sie sehen, hier kann man einstellen, GetPost oder die anderen Freunde, die es dort gibt. Das sind, glaube ich, acht, die es dort gibt. Name des Services, den man dort haben kann und man kann den, den Buddy hier ganz einfach reinprogrammieren. Sie sehen, da hat man unterschiedliche Einstellungen und ich kann sagen, ich möchte das im Rohformat machen. Das ist genau der Text, der bitte übergeben werden soll. Ja, dann kann man die Sachen ausführen. Hier steht ein Send-Button und dann kriegt man eine Antwort dazu. Und wir sehen, hier ist was rausgekommen und wir sehen, ui, da ist schon ein paar Mal mehr was gemacht worden hier mit dem Hinzu, was da so drin steht. Und klammern das hinzupasst, glaube ich, genau zu dem, was wir vorher gesehen haben. Das habe ich einen Schritt dann danach gemacht, was man dort hat. Und hier gibt es diverse Analysemöglichkeiten. Das ist nur ein zentraler Use Case dieses Werkzeugs. Das hat sich kontinuierlich weiterentwickelt zu einem echten Testwerkzeug. Sie können da auch teilweise äh, Analysen drin schreiben. Also hier kann man dann irgendwelchen Programmcode laufen lassen, dass sie per JavaScript, muss man das allerdings dann machen, eben genau die Ergebnisse analysiert und dann auch guckt, ob das passende rauskommt. Und auch Fehlermeldungen sind. Man kann daraus dann beginnen, damit Testsuiten zu bauen. Das heißt also, man kann dann eben wirklich viele dieser einzelnen Postman-Schritte zusammenpacken und sagen: Bitte teste diese Sachen dazu. Falls man also nicht mit Java arbeitet, ist Postman das vielleicht wichtigste Programm, wenn man das haben möchte. Das Programm hat sich mittlerweile stark verändert, so in den Bereich hinein, dass es selber auch als Web-Applikation laufen möchte. Ja, wenn man das so schön findet, weiß ich nicht. Wenn man eine ältere Version findet, dass sich bei den Protokollen so viel ja gar nicht geändert hat, kann man auch eine sehr gute, eine sehr schöne alte Version von Postman nutzen. Also deswegen äh, muss man genau bei der Funktionalität gucken und was man haben möchte. Im Zweifelsfall eigenes großes Thema damit zu spielen und sich da mal einzuarbeiten. Ein zweites, äh, sehr wichtiges Werkzeug, was auf unterster Ebene sehr gut arbeitet, ist Curl. Eine Sache, was man dort haben kann. Also Command-Line-URL. Sie sehen, das Werkzeug kann man sich hier mal runterladen. Das war eigentlich irgendwie mal nur so als Spielerei gedacht. Aber wir haben ja auch schon gelernt, Kommandozeilen, Sie erinnern sich an Anfang der Veranstaltung, da kommen wir, schließen wir so ein bisschen die Sachen, kann man auch sehr gut nutzen zum Ein- und Ausgeben und um das Auszuwerten. Und bei CURL kann man recht einfach über die Kommandozeile Befehle absetzen. Das heißt natürlich, man muss die ganzen Sachen in die Kommandozeile reintippern. Aber es geht. Und das ist relativ schön, was man dort hat. Und dann kann man da so Input-Output machen. Und man muss alles angeben, hier zum Beispiel, was für ein Ergebnis erwarte ich, ein JSON-Objekt. Man muss dann hier verschiedene Flags einstellen. Wenn ich keinen besonders Flag einstelle, hier mit X wird dann die Art eingestellt, die wir dort haben. Sie erinnern sich dran, hier bei das Post, was hier steht. Hier muss auch Post stehen. Das minus X-Get darf ich natürlich schreiben, brauche ich aber nicht. Und dann schreibe ich einfach, wo ich die Sachen hinschicke. Das hier ist die kürzeste Form, die man eigentlich hat, um eine schöne Get-Anfrage loszuschicken. Und als Antwort kriegen Sie dann den String zurück, den man auch beim Aufrufen bekommt. Das ist eins zu eins der String, den man auch als Ergebnis hat und den man umformatieren müsste. Ähnliches sieht das dann auch aus, wenn ich hier etwas ein bisschen komplexer mache. Sehen wir uns das an. Ich will einen Post machen. Ich muss dann meinen Content-Type angeben. Sie erinnern sich dran. Das haben wir beim Programmieren genauso auch gemacht. Wir waren also in der Situation drin, dass es genauso funktioniert. Und hier eben steht dann drin, was ich dann als Daten akzeptiere, Application. Einfach hart umgebrochen hier in der Sache. Und ich muss dann meine Last mitschicken. Da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten, das irgendwie anders zu formatieren. Achtung, wenn wir hier in der Kommandozeile drin sind, müssen wir auch aufpassen mit den Anführungsstrichen. Und wenn ich welche mitschicken will. Muss ich hier mit einem Backslash sagen, das soll ein Fluchtzeichen sein? Und hiermit kann ich in den Wert 42 an diesen Service hier hinschicken. Sie sehen hier dran, den habe ich auch in Anführungsstrichen, müsste nicht, aber falls ich da doch noch Leerzeichen oder sonst irgendwas hätte, könnte man das auch machen und kriegt dann ein Ergebnis zurück. Und wir sehen, jo, da habe ich schon häufiger mit meinem Addierer gespielt, ohne dass ich da was resettet habe. Und dann können wir uns das hier angucken und sehen, das ist das gleiche eigentlich, was da oben steht. Ich habe das aber mal ein bisschen kürzer gemacht. Ist es eigentlich wirklich wichtig, dass ich hier dieses Application JSON hier reingebe? Antwort, nö. Ich übergebe hier nochmal einen Wert 42 als Last, was es dort gibt, also das mitgegeben wird. Und wir sehen dran, 756 plus 42, 798, Pi mal Daumen kommt wohl hin. Ja, und wir haben damit gesehen, wie man systematisch einen Webservice testen kann. Überlegen wir nochmal, wir müssen erstmal verstehen, wie das überhaupt generell funktioniert und dann müssen wir uns technisch einarbeiten, wie man die Sachen abarbeiten kann. Beschließen wir die Sachen in Java zu bearbeiten, müssen wir eben die Bibliothek finden, sodass wir Java-Aufrufe darauf loslassen können und können dann eben mit ein paar technischen Hilfsmitteln, wir haben hier Jason kennengelernt zum Beispiel, ja, sehen, wie man daraus Tests bauen kann. Die eigentliche der eigentliche Aufbau der Tests ist dann relativ trivial.